Gesicht ist Ich habe noch übel. Schminke von meiner Frau auf der Nase. Und damit beginnen Okay. wir. Und das ist, glaube ich, die OG-Konstellation. Ich glaube, das war so die Beginne damals, die Anfänge. Ja, Mann, das war's. Wir haben Kevin dabei, wir haben Domme dabei und seit einem halben Jahr das erste Mal Ingo! Ich fasse es Was nicht. hier? Was Ingo ist zum im Fick geht Haus. ab bei euch? Ah, was Ich geht jetzt. bei dir ab, Alter? Das ist Das. die Frage. Gute Frage, ne? Gute Frage. Aber ich genauso wenig weiß ich, was bei euch abgegangen ist. Wir haben zwar ab und zu mal ein bisschen hin und her geschrieben, aber echt nicht so wirklich viel. Und ich muss auch erst, bevor ich irgendwas anderes sage, auch mich bei allen Leuten bedanken, die mir geschrieben haben. Es haben mir echt so extrem viele Leute geschrieben, einfach Leute, die den Podcast angehört haben oder einfach mich so verfolgt haben, wie auch immer, geschrieben haben, dass sie Bock haben, mich wiederzusehen oder wie es mir geht und dies und das. Und ich würde jetzt wahrscheinlich lügen, wenn ich sagen würde, das hat mich mega berührt, weil im Endeffekt ist so Selbstwertgefühl. Ich habe das halt viel reflektiert, was ich auch gemacht habe. Es war alles sehr, sehr unbewusst, was ich hier gemacht habe. Und habe das einfach instinktiv so, dass ich mich ein bisschen zurückgezogen habe und so. Am Ende des Tages hat es aber viel mit Selbstwertgefühl zu tun. Ne? Habe ich das, oder habe ich für mich selbst erschlossen? Und das ist ja, das kann dir halt kein anderer geben. Es ne? können noch tausend Leute von außen sagen, hey, du bist ein cooler Typ und du machst das klasse und dies und das. Wenn du halt deinen eigenen Wert irgendwie so ein bisschen verloren hast und eine lange Zeit lang habe ich meinen eigenen Wert aufgebaut auf Bodybuilding, habe natürlich viele andere Bereiche in meinem Leben gehabt, wo ich dachte, ja, das ist nicht so geil, da bin ich unsicher oder jeder hat ja seine Problemstellen. Aber ich habe halt alles auf Bodybuilding gelegt und deswegen hatte ich ein sehr, sehr hohes Selbstwertgefühl, weil ich einfach, ja, das hat einfach alle anderen negativen Dinge ausbalanciert. Und wenn das eine dann weg ist, dann sind natürlich die negativen Dinge immer noch da. Und dann kommen die zum Vorschein und dann fällt mir halt ein Loch. Ne? Ich will jetzt nicht nur die ganze Zeit irgendwie negativ reden, die ganze Zeit. Darum geht es mir überhaupt nicht. Dann habe ich halt für mich selber, es war auch alles instinktiv, gemerkt, okay, wo sind denn meine Schwachstellen? Wo möchte ich mir verbessern? Was kann ich denn nicht? Oder wo bin ich irgendwie schlecht oder sonst was? Und bin es angegangen. Ich habe in letzter Zeit extrem viel, was ich viel gemacht habe, ist Lesen. Extrem viel, weil ich hatte immer das, oder mich viel mit Rhetorik beschäftigt. Das hat ja auch ganz viel mit Körpersprache, mit Stimmfarbe, mit der Lautstärke von der Stimme zu tun und was nicht alles dazu gehört. Da hatte ich das Gefühl, dass ich ganz oft in Gesprächen unsicher bin. Ich lese jeden Tag zum Beispiel in der Früh Zeitung oder so. Das ist einfach so Quatsch, was ich früher nie gemacht hätte. Ich habe angefangen, Spanisch zu lernen, einfach weil ich dachte, ich will irgendwas Neues machen. Ich will irgendwas machen, was mich geistert. Ich hatte das Gefühl, das kann man zwar, ich habe das früher auch belächelt. Wenn Leute sagen, ja, Bodybuilding, das macht schon ein bisschen dumm und so. Aber für mich selbst, ich will jetzt nur für mich selbst sprechen, wie jeder andere kann denken, was er will. Mich hat schon ein bisschen dumm gemacht, ne? Weil man fokussiert sich so stark auf eine Sache und das muss man auch machen, um voranzukommen, 100%, ne? Aber das, was außen vor ist, das fällt alles weg und du hast keine Zeit, dich irgendwie fortzubilden oder Sachen zu machen. Und das hat mich sehr gestört, dass ich einfach in vielen Gesprächen konnte ich einfach nicht mitreden, weil ich einfach das Wissen nicht hatte. Ich war früher gut in der Schule und habe Abitur gemacht und dies und das angefangen zu studieren. Und dann, wo Bodybuilding kam, habe ich einfach das alles stehen und liegen lassen. Und da habe ich wieder aufgegriffen, habe das Ganze wieder aufgegriffen und habe mich da versucht vorzubilden und verschiedene Quellen zu nutzen und habe auch wieder das Reisen für mich entdeckt, dass ich da viel rumkomme und viele neue Orte entdecke. Und einfach das, was mir Bodybuilding ein bisschen verwehrt hat, habe ich mich komplett da rein, bin ich komplett reingetaucht, weil es mir einfach extrem viel Spaß wieder gemacht hat. Und dazu brauchte ich einfach diesen kleinen Abstand zu allen Leuten, die im Bodybuilding waren. Ich habe euch total vermisst, aber das hätte mir einfach, in dem Moment hätte mir das nicht weitergebracht oder hätte mich wieder irgendwo reingezogen, wo ich gerade nicht sein wollte. Ich musste mich selber finden. Und jetzt muss ich sagen, bin ich auch wieder, ich gehe wieder regelmäßig ins Training. Ich habe meinen festen Ernährungsplan, aber nicht mehr so strikt wie davor. Ich habe zum Beispiel, was ich für mich erkannt habe, was ich zum Ende meiner Bodybuilding-Zeit sowieso viel gemacht habe, mein Fleisch reduzieren. Jetzt bin ich komplett Domme weiß es ja auch, Silvester haben wir uns ja gesehen und so, vegetarisch esse ich, also ich esse kein Fleisch mehr. Das war mir auch wichtig. Ja, einfach so viel in der Natur sein. Ich habe einfach geschaut, was macht mir Spaß und habe genau das gemacht. Und da ist auch ein riesen Dankeschön an die Michelle,
die mich da in der Zeit, wo es mir nicht so gut ging, die ganze Zeit da war und nie mich hängen hat lassen und so. Das war mega, mega, mega wichtig und bin ich ihr für immer dankbar. Und ja, wenn es mir, mir geht es halt deutlich besser jetzt. Also mental geht es mir deutlich besser und deswegen bin ich hier und freue mich, riesig euch zu sehen. Wirklich, richtig krass. Wir freuen Ja, uns auch. Dankeschön, Alter. Schon, ja. Richtig, also die Rhetorikbücher, die du gelesen hast, die funktionieren, Dicker. Richtig, Ja, ich habe richtig echt schön, gute das Wortwahl zu hier. hören. Ehrlich, Mann. Geil. Alles Ja, richtig gemacht. Jeder, der dafür kein Verständnis hatte, dass du eine Auszeit brauchtest, alles nee, ich habe es gemacht, auch Dicker. versucht, jeden zu schreiben. Ich werde irgendwann wiederkommen und so. In Ja. dem Moment war ich mir vielleicht auch noch nicht ganz sicher, ob ich wiederkomme. Aber jetzt haben sich immer mehr Leute gemeldet, ihr drei auf jeden Fall auch. Und ja, ich wollte es auf jeden Fall auch nicht so stehen lassen, wie es war. Ich wusste dann, ich muss irgendwann zurückkommen oder mich zumindest melden oder sagen, was ist eigentlich Sache. Und jetzt bin ich hier. Mega, Mega. mega Geil. geil. Kannst du vielleicht mal all die, wenn du magst, natürlich nur, mal abholen, warum du da auf einmal Bodybuilding aus deinem Leben streichen musstest im Dezember? Ja gut, ich glaube, das ist ja früher schon öfters thematisiert, das Thema mit der Niere oder so, dass ich das einfach nicht mehr auf dem Niveau machen kann, wie ich das machen müsste, um erfolgreich zu sein. Man will sich natürlich auch nicht auf eine Bühne stellen und einfach so, ja, den Eiweißkonsum muss man runterdrosseln, man muss den Blutdruck komplett in Range halten. Das geht natürlich nicht, wenn man ein hohes Gewicht hat und das sind viele Faktoren, die halt einfach sich mit Bodybuilding nicht vertragen. Mega schade, aber ja, muss man halt irgendwie so einsehen. Für jeden ist irgendwann ein Ablaufdatum, das so früh kam. Ja, gut, ist halt jetzt so. Ich habe mich jetzt auf viele andere Dinge fokussiert und ne, deswegen, die Niere war eigentlich das Hauptproblem. Darauf wolltest du wahrscheinlich raus. Genau, warum ich da kein Wettkampf-Bodybuilding mehr machen kann. Ja, ich verfolge es trotzdem über Instagram und so, wie man natürlich ganze Wettkämpfe und so sehe ich, aber ich muss schon ehrlicherweise sagen, dass ich vielen Seiten in Folge, wenn davor war. Wahrscheinlich ist es bei euch immer noch so, du machst Instagram auf und alles ist Bodybuilding. Ja. Wirklich alles. Alles. Es gibt eigentlich keinen Post oder keinen, den du verfolgst, der nicht irgendwas vom Bodybuilding macht. Und eine Zeit lang, wenn du da ein bisschen Abstand willst, dann musst du ein paar Seiten in Folge und so. Ich schaue immer noch ein paar News-Seiten, wie RX Muscle oder so, den folge ich noch und kriege die neuesten von den Wettkämpfen und so, kriege ich am Rande alles mit. Aber ich war nicht mehr so tief drin wie davor und habe vielen anderen Seiten gefolgt und ja, ist auch spannend, wie es in anderen Bubblen abgeht. Ne? Zum Beispiel jetzt Sprachen lernen oder so, da gibt es, das ist eine riesen Community und so, da kannst du auch dich so tief reingraben in die ganze Scheiße. Ja, auf jeden Fall, ich kann es mal wiederholen, mega cool, dass ich wieder da bin. Was sieht denn ein Ingo jetzt, wenn er Instagram aufmacht? Oh, warte, ich muss Ja. sagen, ich bin ja nur noch ganz selten in Instagram. Ich habe TikTok, also ich bin sowieso, ich habe Hast du auch so Media-Detox schon ein Handy bisschen? nutze ich, wie bitte, sag nochmal. Hast du auch so ein bisschen Media-Detox so dann gleichzeitig gemacht? Also Handy nutze ich ganz viel. Ich weiß nicht, ob jemand diese App kennt, Duolingo, das Hm? ist App für Sprachenlernen. Die nutze ich extrem viel. Ansonsten, wenn ich mal einfach so, weil meistens muss man schon ehrlich zugeben, wenn mein Instagram drin ist, man will einfach Zeit verbrennen, ne? Man will einfach ein bisschen rumscrollen, sich ein bisschen, ja, beschäftigen, ne? Und da, wenn ich mich einfach nur beschäftigen will, ist TikTok auf jeden Fall Instagram deutlich überlegen. Also da bin ich ab und zu in TikTok drin, scroll ein bisschen durch. Da ist der Algorithmus auch deutlich besser und dir wird bessere Content vorgeschlagen als auf Instagram. Deswegen, ja, bin ich dann, wenn auf TikTok, aber ich kann dir gar nicht sagen, was ich sehe, wenn ich auf Instagram gehe. Warte. Als Das erstes sehen wir tatsächlich, okay, Welt, also kennt ihr ja wie Welt Spiegel dann. Madrid, oh, der ist so also eine Stadt über Madrid, also Zeit über Also. Madrid. BBC News, habe ganz viele spanische Seiten auch drin, da habe ich einfach so im Alltag, ich habe auch mein Handy auf, ich habe es mir damals abgeschaut von AIM, er hat ja gemeint, wie konnte er so schnell und gut Deutsch lernen? Und ich bin rumgegangen, ich habe Michelle wahnsinnig damit gemacht. Alles, was in der Wohnung war, ich habe Post-its auf alles draufgeklebt, wie es auf Spanisch heißt. Voll gut. Kaffeemaschine, Tasse, Teller, Licht, Wasser. Ich habe überall den spanischen Namen draufgeklebt, und die ganze. Ich viel 100 Post-its im ganzen Haus waren crazy. Und irgendwann, wenn du immer dran vorbeigehst, du lernst die Worte, dann habe ich mein ganzes Handy auf Spanisch umgestellt. Die Katze, Patsch, Hund, danke. Komm, Niki, komm her. Ne? Kannst du El echt, dann habe ich. Gato.
irgendwie spanische Seiten oder irgendwie Quatsch halt. Ja, ich muss sagen, irgendwie Naturscheiße. Jetzt dauert es echt ein bisschen lang, bis gerade Bodybuilding kommt. Hundekacke. Okay, da ist irgendwas mit Kochen. Ah, Aber so ist aber richtig. Bodybuilding. Aber jetzt muss ich jetzt echt gerade ein bisschen suchen. Gerade eben wurde mir, da kommt schon, ja, schauen wir, wer als erstes Bodybuilding-mäßig kommt. Jawohl. Also ist schon einiges da, aber man kriegt es ja mal ran nur mit. Ja. Wie bist Auf du auf TikTok. Spanisch gekommen? Keine Ahnung. Also ich habe mir gedacht, ich will mich irgendwie herausfordern. Ich brauche irgendeine neue Herausforderung. Ich will, was mich auch am Bodybuilding so begeistert hat, jetzt in der Retrospektive, dieses Aufstehen und sich verbessern, irgendwas machen, wo du vorankommst. Und ich wollte mich herausfordern. Und dann dachte mir, irgendwas will ich machen, wo ich geistig gefordert bin. Naja, Sprache lernen, keine Ahnung. Dachte ich, was habe ich einfach in Google eingegeben oder ChatGPT gefragt, ja, was ist eine sinnvolle Sprache zu lernen, wenn man Deutsch und Englisch. Englisch. Und dann hat es mir Spanisch ausgespuckt. Und ich muss auch sagen, du, Torben, du würdest dich wahrscheinlich extrem leicht, oder was heißt extrem leicht? Sprache lernen ist immer extrem schwer, aber im Verhältnismäßig leicht tun, Spanisch zu lernen. Weil echt sehr verwandt ist mit dem Englischen. Auch viele Begriffe, die vom Deutschen herkommen, wo du sie echt gut ableiten kannst. Also das ist echt ganz oft, wenn ich ein Wort, ich habe eine Karteikasten, wo ich für Karteikarten habe. Immer wenn ich unterm Tag Wörter nicht weiß, dann tippe ich die sofort ins Handy ein, mache Screenshot davon und abends komme ich nach Hause und schreibe vorne das Spanische, hinten das deutsche Wort drauf, mache es in meinen Karteikasten und lerne die dann durch. Und ganz oft, wenn ich ein spanisches Wort nicht direkt weiß, dann denke ich mir, oh, wie heißt das Wort auf Englisch? Und dann kann ich mir das vom Englischen ganz oft ableiten. Ja, das ist echt ein, also wenn jemand eine Sprache lernen will und es gibt ja so viele Länder, wo Spanisch gesprochen wird, dann habe ich auch Bock, die alle zu bereisen. Voll Dieses geil, Jahr fliege ich auch noch zweimal nach Spanien, also einmal nach Valencia, jetzt im Juni, im Dezember Teneriffa, im September fliegen ich und Michelle nach Island, also noch gut was vor das Jahr. Ja, also ich habe viel auf die Agenda geschrieben, ja. sehr Ich habe schön. viel zu viel gelabert jetzt. Nee, Nein. voll geil, super Ja, gut. gut. Wie gesagt, wir haben uns ein halbes Jahr nicht gesehen, ey. Das ist. Das stimmt, ja. Das ist Ich würde echt. auch einfach jetzt 1,5 Stunden hier sitzen und Ingo zuhören, dann ist der Ja, Podcast ich vorbei. könnte wahrscheinlich noch voll viel erzählen, aber es Ja, mach ist auch nicht was. bitte. Aber witzig, ich Ich. habe auch überlegt bei dem ganzen Cardio, ob ich eine Sprache lerne. Aber jetzt, wo du gerade erzählt hast, wie du da reinhaust, ich glaube, dann reicht meine Stunde Cardio nicht, um da irgendwie sinnvoll Fang doch hinterherzukommen. erstmal mit Englisch an, Dommel, so richtig. Ja, Englisch wäre das, Oder Englisch wäre es gewesen sogar. mit Namen von Bodybuildern. Ich hätte Englisch gelernt. Ist auch nicht schlecht. Nee, ich hätte echt Englisch gelernt. Also Englisch verbessert, ne? Also vielleicht sollte ich mal im Wir Podcast nur auf Englisch sprechen. Das wird wahrscheinlich richtig lustig. laden den James einfach mal ein, dann kannst du mit dem reden. Wo warst du Ja. bei Geil, Sister Nino, warst du doch auch dabei, oder hast du auch kein Wort drauf Ja. gemacht, oder? Das war Doch, doch da keine habe ich ein Sprechung. bisschen was gesagt, glaube ich. Ja, jeder Ja. eine Frage. Ja, das war gut. Hello, my name is Dominic. I have one question. Ja, reicht schon. How get I so big? How do I get so big? Danke, Kevin. How do I get so big? Ja. Okay. Wir müssen echt mal einen Podcast, glaube ich, hier auf Englisch nur machen. Das wäre so Ich witzig. hab den Podcast damals nochmal angehört, einfach so in der Arbeit. Und wir sind da echt gar nicht so schlecht davon weggekommen in dem Podcast. Ne? Hat voll Wird auch gepasst. irgendwie immer besser, je länger man redet. Ne? Wenn ich jetzt anfange, ist es Katastrophe. Wenn ich so 2, 3 Tage im Ausland bin, am dritten, vierten Tag geht es schon viel, viel flüssiger irgendwie. Wollte Ne? gerade sagen, wenn man da mal ein bisschen drin ist. Naja. Total. Ingo, wie waren das so, was waren das so für Phasen? Also, du hast im Dezember ja angefangen, dich dann komplett einmal rauszuziehen. Wie ging es dir dann so mental? Ging es am Anfang was wahrscheinlich super schwer, irgendwie komplett loszulassen? Dann waren sicherlich mal ein paar Hochs und ein paar Tiefs dabei. Wie gesagt, nur wenn du drüber reden magst. Aber mich würde das einfach mal voll interessieren, wie man halt von Vollblut-Bodybuilder, IFBB Pro, irgendwie diesen Absprung schafft, ob das ein super leicht fällt, ob es super schwierig ist oder ob es halt irgendwie echt so eine Achterbahn ist. Super schwierig mit einem richtig guten Mindset. Also ohne da jetzt zu tief in die Klar. Details von den negativen Tagen oder Wochen oder Monaten zu gehen, es war ja ein schon langer Prozess, ne? Das war ja, ist ja schon, hat schon angefangen, kurz nach meiner Hochzeit. Da habe ich Domme das erste Mal geschrieben. Er war tatsächlich auch der Erste, den ich darüber geschrieben habe, dass ich da beim Arzt war. Und ich tat davor, waren die Nierenwerte immer schon nicht so gut.
Und aber dann habe ich halt immer noch weniger Stoff, noch weniger Eiweiß, noch weniger, einfach noch detaillierter geschaut. Und es war ja auch ein langer Prozess, davor schon, vor meiner Hochzeit. Aber da hat der Arzt dann nochmal klipp und klar gesagt, okay, jetzt hier, wir sind an einem Punkt, noch ein bisschen und Dialyse, ne? Noch wirklich so kurz bist du davor, ne? Und da habe ich dann schon gesehen, okay, fuck, da war das erste Mal, wo ich dachte, ja, scheiße, ich muss irgendwas ändern. So, weil im Unterbewusstsein wusste man es schon, ist irgendwie gibt es hier ein Ablaufdatum, aber wenn man Bodybuilder ist, ist man extrem gut da drin, was zu verdrängen. Gefahren oder irgendwie Sachen, die nicht gut sein können, die musst du auch irgendwo zur Beiseite schieben, sonst kannst du nicht gut werden. Domme und Kevin, die werden es bestimmt bestätigen, dass du irgendwie Risiken oder sonst was, die musst du beiseite kehren. Ja, ich opfer das jetzt hier dafür, ne? Aber im Unterbewusst schlummert es irgendwo und dann war wirklich so das Ding, ja, fuck, ich glaube, jetzt ist irgendwo gerade ein Wendepunkt, ja. Dann hat er ja das nach der Hochzeit angefangen, dass ich da einmal schon raus war und nicht trainiert hatte und mir nicht so gut ging und da auch meinen Weg versucht habe zu finden, was mir da überhaupt nicht gelungen ist, wirklich überhaupt nicht. Dann habe ich nochmal gedacht, okay, wenn ich wirklich alles ultra low mache, wirklich ganz, ganz wenig von allem und wirklich sehr kontrolliert meinen Blutdruck im Auge habe und Stoff wirklich so wenig wie es geht und vielleicht irgendwie geht irgendwas, ne? Und ich muss sagen, ich hatte da zu dem Zeitpunkt auch Angst, ja, kann ich überhaupt noch so ultra strikt eine Diät durchziehen? Kann ich noch mal ultra strikt, weil wenn du ein halbes Jahr mal das nicht machst, dann kommt dir so ein Leben, wie ich da gelebt habe, total strange vor. Und ich habe mich gefragt, schaffe ich das nochmal einfach so 1000% den Ernährungsplan durchzuziehen, 1000% ins Training zu gehen, wieder geisteskrank zu trainieren? Und das habe ich total geschafft. War für mich auch eine Bestätigung, ja, das kann ich nochmal. Und das hat natürlich auch wieder extrem Spaß gemacht. Jeder, der intensiv Bodybuilding auf einem hohen Niveau betreibt, weiß, was für ein Gefühl das ist, wenn du ins Gym reingehst. Du blendest alles aus, du trainierst nur für dich, alle anderen Leute sind dir scheißegal. Und du machst einen PR nach dem nächsten. Das Gefühl kann dir halt kein anderer geben und das kannst du nicht anders erzeugen. Für eine Stunde bist du irgendwie so komplett in dem Film drin. Und das war wieder geil. Allerdings habe ich ja dann so also alle 2, 3 Monate ein Blutbild gemacht. Erst wurde es auch dann besser, aber eigentlich hauptsächlich zu der Zeit, wo ich nichts gemacht habe. Als ich wieder eingestiegen bin, ist erst ein bisschen schlechter geworden. Dachte mir, ja, keine Ahnung. Mal schauen, und dann ist halt wirklich deutlich schlechter geworden, ne? Und nochmal unter den Wert, was es davor war. Und dann hab ich mich halt, nachdem ich war beim Arzt, habe das Blutbild gemacht oder habe Blut abgegeben. Dann habe ich mich auch, muss ich ganz ehrlich gestehen, bestimmt 2,5 Wochen davor gedrückt, dieses Blutbild abzuholen, ne? Weil ich wusste, okay, ich bin gerade im geilen Film, ich habe auch, während ich das Blutbild noch nicht abgeholt habe, genauso weiter gegessen, genauso weiter trainiert, auch genauso meinen Low-Dose-Stoff weitergemacht. Und dann habe ich hatte auch meine Tasche gerade gepackt, um Beugertraining zu machen. Der Arzt ist in Mannheim und wäre dann auch in der Nähe gleich ein Studio gewesen, wo ich Beuger gemacht hätte. Habe das abgeholt, habe es beim Runtergehen noch gar nicht angeschaut, die Blutwerte, und habe mich dann ins Auto gesetzt. Habe mir das angeschaut, habe gesagt, oh, weil da ist ja mal so eine Tabelle mit Datum. Zu dem Datum hat es die Werte, zu dem Datum die Werte. Ich weiß nicht, kennt ihr das vielleicht? Und dann habe ich gesehen, oh, es ist nochmal schlechter geworden als da, wo er schon gesagt hat, der Arzt, es ist wirklich kurz davor, Dialysepatient zu werden. Und dann habe ich einfach mal Spaß, hat sich davor nicht gemacht. Spaß habe ich mal geschaut, weil ich mich natürlich doch vorgedrückt habe. Ab wann ist man dialysepflichtig, ne? Und den Wert, den ich auf dem Papier hatte, war schon mehr als Google mir ausgespuckt hat, dass man dialysepflichtig ist. Und dann ist mir das Herz natürlich auch in die Hose gerutscht. Zu dem Zeitpunkt hatte ich ja ein halbes Jahr kein einziges Mal oder seit dem Zeitpunkt, wo ich wieder angefangen habe mit richtig trainieren und richtig essen und so, kein einziges Mal auch nur 1 Gramm mehr oder weniger gegessen, als ich sollte oder mir vorgenommen hatte. Kein einziges Mal gecheatet oder sonst was. Und ich hatte dann nach dem Training Gummibärchen dabei. Das hätte ich nach dem Training dann gegessen als Post-Workout. Habe ich mich aber
straight den Weg nach Hause gesetzt, habe das dann Michelle erzählt und habe dann die Gummibärchen auf dem Weg gegessen und dann, ja, habe ich dann auch die Michelle getroffen und ihr dann auch gesagt, ja, okay, die Werte sind noch schlechter als davor. Ja, ich glaube, das war's jetzt, ne? Und da war natürlich auch wieder, also ich hatte natürlich das Gefühl davor, von davor schon, hatte das mich da ein bisschen schon drauf eingestellt. Und dann sind wir tatsächlich 2, 3 Tage später zu Domme und Jana gefahren, weil Domme Geburtstag gefeiert hat. Das hat mir dann auch gut getan. Erst habe ich mir überlegt, ob ich gar nicht fahren soll. Aber Michelle hat auch gemeint, okay, das sind Leute, die tun einem gut. Und das war auch dann so. War natürlich dann viel Neues für mich. Ich wusste dann auch nicht, wie soll ich mich jetzt ernähren und so. Ich hatte natürlich, muss ich ganz ehrlich sagen, tierisch Angst vor. Ich hab und hatte keinen Bock auf Dialyse. Jetzt auf jeden Fall noch nicht. Und deswegen habe ich gedacht, okay, jetzt esse ich erstmal gar kein Eiweiß mehr, auch kein Fleisch mehr oder sonst was. Habe ich wieder, Domi, du weißt, dann war es irgendwie, habe ich versucht, Ernährung ein bisschen umzustellen oder neue Sachen zu machen und war natürlich dann auch alles so aus der Hüfte geschossen. Ja, ich weiß gar nicht, worauf ich eigentlich hinaus wollte, aber ja, dann ging es ja weiter und dann habe ich, dann glaube ich, war der Zeitpunkt, wo ich dann mich öfter mal rausgenommen habe aus der Massenkonferenz nochmal und mich dann auch nicht mehr so oft gemeldet habe und dann, ja, dann waren auf jeden Fall ein paar Monate richtig, richtig kacke, kann man ganz ehrlich so sagen. Und bis ich dann, ja, ich weiß nicht, dann war es eigentlich so, dass Michelle auch mich nie zu irgendwas gedrängt hat oder sonst was, weil ich wollte überhaupt nichts machen, nichts rausgehen, mich mit niemandem treffen, mit niemandem reden oder sonst was. Und Michelle hat dann gesagt, okay, wir müssen irgendwas. Sie haben uns dann einen Plan aufgestellt. Hey, wie schaut es denn aus? Wollen wir nicht ab und zu was unternehmen? Einfach, wo du Lust drauf hast. Und dann haben wir uns eine Liste geschrieben, was für Unternehmungen könnte man denn machen, die wir sonst nie machen würden. Und haben uns dann Daten hingeschrieben. Das und das machen wir an dem Datum, das und das machen wir an dem Datum. Und haben uns dann auch wirklich, wie so ein Vertrag haben wir aufgesetzt und haben geschrieben, okay, wir halten uns daran, dass wir das jetzt einhalten und dass wir das und das unternehmen, den und den Daten und haben dabei unterschrieben. Und haben wir echt ein paar coole Out-of-the-box Sachen gemacht. Wir waren einfach mal Schlittschuhlaufen, wir waren in so einem, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, so was wie Sprungbude oder es ist halt so ganz viele Trampoline aufgebaut, du kannst so springen und so. Wir waren nur umgeben von Kindern, aber es hat so fucking viel Spaß gemacht. Also ich kann es echt nur jedem empfehlen. Es hat so ultra viel Spaß gemacht. Ja, wir sind wandern gegangen, was haben wir noch alles gemacht? Ich weiß, ich krieg's gar nicht mehr alles auf die Ja, Reihe. ne? Es hat dich auf jeden Fall aus der Bubble geholt. Ja, genau, das hat mir viel Lebensfreude und viel gegeben und dann sind wir auch wieder regelmäßig zum Laufen, Joggen sind wir gegangen. Leider ging dann Joggen und irgendwann auch nicht mehr so gut, weil vom schweren Beinpressen und schweren Hacksquat machen und so. Jetzt, Knöchel, war der Knöchel auf jeden Fall schon ein bisschen gefickt und das hat dann im Laufen wurde noch schlimmer. Ja, letztendlich haben wir dann eigentlich viel Cardio zu Hause gemacht, haben Laufband, haben Fahrrad und haben da immer viel gemacht und ja, habe mich da nie zu irgendwas gedrängt. Wenn ich an einem Tag keinen Bock hatte, bin ich nicht gegangen. Und wie gesagt, da habe ich angefangen mit der Sprache. Jetzt habe ich auch eine Privatlehrerin, mit der ich wöchentlich Spanisch lerne und habe mir voll viele Bücher gekauft und was ich nicht alles gemacht habe. Und da habe ich mich richtig reingefuchst. Und jetzt habe ich wirklich, gehe ich wieder 3, 4, 5 Mal die Woche ins Training. Und an den Tagen, wo ich nicht ins Training gehe, mache ich Cardio. Habe wieder einen festen Ernährungsplan. Eiweiß ist aber so relativ niedrig. Viel Fette und viel, also hauptsächlich Kohlenhydrate. Schmeckt mir auch ganz gut. Ja, nee, und so hat sich das eigentlich jetzt alles so gewendet, dass ich jetzt wieder richtig Bock habe und viele Pläne für die Zukunft, auch einiges, was noch nicht ganz spruchreif ist, mache für die Zukunft. Ja, genau, und wir waren ja, vor 2 Monaten oder so, Domi, du hast auch mitbekommen, war ich noch beim Arzt und der hat gar nicht glauben können, wie viel besser die Werte geworden sind. Ich will gar nicht sagen, dass sie gut sind oder so für jemanden, also die Nierenwerte jetzt explizit, aber viele andere Werte, die natürlich, weil keiner hat einen perfekten, der Bodybuilding extrem betreibt, HDL, LDL oder so, ist bei keinem perfekt, ne? Und da hat sich so viel verbessert, auch. Ich habe jetzt gar nicht immer alles auf dem Schirm, aber der Arzt hat gesagt, sie können sich selbst richtig auf die Schulter klopfen, dass sie das so
rumgedreht haben und so. Und es tat so gut, das aus seinen Ohren zu hören, aus seinem Mund zu hören, dass der sagt, ich bin stolz auf Sie, dass Sie das so gemacht haben. Ne? Da haben Sie wirklich sich viel, viel Zeit gekauft, und solange dieses Organ noch funktioniert, müssen wir es nutzen. Ne? Es wäre schade, wenn Sie so früh an die Dialyse müssten. Ja, genau. Und das ist eigentlich so im Schnelldurchgang das, was ich Nein. jetzt die letzten Monate getrieben habe. Und ja, nochmal ein Riesendank an Michelle und Niki auch, ne, dass die wirklich, da habe ich viel, viel Zeit mit dir verbracht und ja, waren wirklich der Anker in der Zeit, die ich gebraucht habe. Ja. Ich wüsste nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich die nicht gehabt hätte. Was, Mann. Scheiß mal auf das, was du als Bodybuilder geleistet hast. Das war viel, viel krasser, Mann. Das ist ohne Scheiß. Das schaffen die wenigsten, Mann. Ich bin richtig stolz auf euch und auch Danke. du mit Michelle als Paar, was ihr da zusammen gemacht habt, Mann. Also es freut mich Ja. richtig, dass ihr meine Freunde seid, weil als du das gerade erzählt hast, ich schwöre, ich könnte hier noch 1,5 Stunden sitzen. Das geht mir richtig nah, richtig geil. Ja, war auf jeden Fall eine intensive Zeit, die man so schnell nicht vergessen wird. Ne? Ja, Ja, vor absolut. allem, dass du dich dann selbst noch nicht aufgegeben hast und wirklich auch aktiv danach gesucht hast, dass dir besser geht und dass du quasi immer noch am Ball bleibst im Leben. So, weißt du, was ich meine? Ja, ich habe Also ich. natürlich, ich habe die Zeiten, wo es mir natürlich nicht so gut ging, habe ich natürlich jetzt ein bisschen außen vor gelassen. Es waren schon Zeiten dabei, wo ich, ja, genau, ich will nicht sagen aufgegeben habe, aber aufgegeben habe, ja, weißt, und auch den Sinn in meinem Leben nicht gesehen habe oder das hinterfragt habe, was soll das Ganze hier, was bringt das Ganze hier auf der Erde, aber ja, darauf wollte ich mich jetzt gar nicht so fokussieren, auf den Teil von der ganzen Geschichte, weil darüber habe ich oft genug geredet und ich habe es ja dir, Kevin, auch geschrieben, man will lieber für irgendwas, deswegen war auch so ein Grund, warum ich mich rausgenommen habe bei der Massenkonferenz, ich hatte das Gefühl, ich hatte nichts mehr Neues beizutragen, sondern ich immer, wenn ich irgendwas erzählt hatte, habe ich irgendwas Negatives erzählt und dann habe ich Mitleid bekommen. Und ich will kein Mitleid. Ich will für irgendwas bekannt sein, ich will irgendwas machen, wo die Leute sagen, hey, cool, der bringt irgendwas Positives, der trägt irgendwas Positives zu dem Ganzen hier bei. Und ja, muss nicht nur positiv sein, aber ich will nicht auch nur negativ dastehen und irgendwie bemitleidet werden und ja. Okay, jetzt müssen wir Rücksicht nehmen und dies und das. Nee, will ich nicht. So Kann ich voll verstehen. will ich Und die nicht. hast du heute. Heute hast du, glaube ich, so vielen Menschen da draußen was gegeben, was richtig positiv ist, die vielleicht auch gerade irgendwie in so einer Situation sind, Mut, Hoffnung verloren haben, weil irgendwas weggebrochen ist. Wirklich. Und vor allem, dass man erstmal abschmiert und sowas, ist auch völlig normal, wenn man so aufgewachsen ist wie jetzt du und ich, Ingo. Also ich weiß, dass du halt bei den Junioren auch schon, oder seit Juniorenalter, sage ich jetzt mal, das so 100% machst. Ja. Und ich will gar nicht wissen, wie es mir an dem Zeitpunkt geht, wo ich Ja. dann die Grenzen vorgeschoben kriegt. Ich hoffe immer noch, dass es so lange hält, bis ich selber entscheide zu sagen, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß, Ja. dass das vor dem kommt, bevor ich quasi ungewollt muss. Und deswegen, Ja, das, ja, das habe ich da wird mega Respekt davor, auf passieren, jeden glaube Fall. ich. Ja, Und man absolut. merkt das so krass, wie du redest. Also es ist, ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass du wieder da bist. Du erzählst so interessant und auch die Wortwahl ist. Weil wir Okay. kennen uns jetzt schon lange, aber wir haben ja die letzte Zeit wirklich nur mal geschrieben oder Schatzi hat mit Michelle und hat mir mal was erzählt. Und du hast recht, man ist als Bodybuilder in so einem beschissenen Fokus. So kann man erzählen, was man will. Man macht 100% straight sein Ding und alles andere ist so, oh ja, zack, zack, zack. Aber man merkt richtig jetzt, wenn man sich mit dir wieder unterhält, ich komme mir auf jeden Fall schon wieder dümmer vor, weil du eigentlich sprichst so richtig schön frei. Wortwahl ist eine ganz andere. Stimmenfarbe, voll geil, Ja, freut mich. freut Wirklich mich. richtig gut. Nee, das Ding ist auch ja, du und Kevin, ihr habt ja, oder natürlich Tom auch, aber Tom ist jetzt in dem Fall nicht so tief involviert im Bodybuilding wie ihr zwei. Du hast dein Business halt die ganze Zeit nebenher richtig krass aufgebaut, hast da mega viel Energie und Zeit reingesteckt. Kevin, ich habe das ja auch im Chat gelesen, dass du da eine Beförderung bekommen hast, du auch nochmal richtig, richtig großen Glückwunsch von mir, ne? Hast du dir auf jeden Fall verdient, denke ich. Kommt Und noch, kommt läuft noch? noch, läuft Okay, noch. läuft noch, okay, dann spare ich das auch, bis es soweit ist. Ja, Ja, darum aber läuft noch. das kommt ja auch nicht von ungefähr, wenn man weiß, wo du herkommst, vom Bau und Blitzeklopfen und so und dann Ja. Leute unter sich haben und denen was zu sagen. Und das ist natürlich, ja, das ist nicht ohne Fleiß und harte Arbeit, das ist machbar. Ja. Und dafür ziehe ich meinen Hut. Und gleichzeitig dieses Bodybuilding Danke. auf einem hohen Niveau zu betreiben, das können viele nicht verstehen, was das bedeutet. Ne?
mit den Mahlzeiten, mit dem Training, mit der Regeneration und dann auch in die Arbeit gehen und sowieso bei Kevin Schichtarbeit und das ist crazy einfach. Habe ich richtig Respekt davor. Danke, Mann. Man hört aber auch wirklich so raus, dass du dich total gut selbst reflektiert hast, mit dir ins Gericht gegangen bist. Weil du kommst ja von einem Zeitpunkt oder von einem Leben, wo du halt, wo alles durchgetaktet war. Von morgens, wann stehe ich auf, was mache ich als erstes, bis abends, wenn ich ins, wann gehe ich ins Bett und was esse ich als letztes? Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn halt dieser Fokus und diese Routine einfach komplett wegbricht oder auf einmal nicht wegbricht, sondern redundant wird. Und man sich selbst sozusagen neu finden muss, weil wir haben ja Jahre unseres Lebens gebraucht, um unsere Identität aufzubauen und irgendwann haben wir unsere eigene Identität erschaffen. Und die wird dann auf einmal genommen, in Anführungsstrichen. Man muss sich komplett neu erfinden. Ja, Man merkt absolut. richtig, dass du halt diese Prozesse durchlaufen hast, dass du dich sehr, sehr viel reflektiert hast und jetzt so viel mehr bist einfach. Du bist daran so krass gewachsen. Das ist irre. Ich habe auch Ja. meinen Arbeitgeber habe ich gewechselt, weil ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, in der Arbeit, wo ich davor war, ich habe halt einen richtig harten Fick auf die Arbeit gegeben. Ich habe die so ausgenutzt, wie ich nur konnte. Ich habe 40 Krankheitstage im Jahr gehabt und also, ich habe einfach geschaut, dass ich immer so früh gehe, wie es geht. Und ich habe mich immer gewehrt gegen irgendwas auswärts machen oder so. Ich habe so langsam gearbeitet, wie es geht. Ich saß teilweise fast eine Stunde am Tag. Wenn ich 8 Stunden in der Arbeit war, habe ich vielleicht effektiv davon 2 Stunden gearbeitet. Den Rest habe ich einfach gechillt oder am Handy gesessen oder ich habe so gut, also ich habe genau so viel gemacht, dass sie mich nicht kündigen können. Ne? Wirklich das Minimumste vom Minimum. Weil ich dachte, scheiß auf alles, Bodybuilding, ich muss jetzt mich ausruhen, ich muss mein Essen essen. Ja, Mann. Und ich merke auch, ich bin sowieso ein Mensch, der introvertiert ist, aber der Stoff, egal wie du bist, was für Charaktereigenschaften du hast, das verstärkt das alles nochmal. Und das habe ich so gemerkt, nachdem ich bin jetzt die ganze Zeit offen, ne? Wie viel besser ich auf Menschen zugehen kann. Ich habe nicht mehr so viele Selbstzweifel wie davor. Weil sonst war immer so eine Stimme, ja, okay, wie hört sich das jetzt von außen für den an, der mir gerade zuhört? Und dann kommt man so ein Gedankenkarussell im Kopf, während du redest, und dann wirst du unsicher und das hat mich extrem gefickt in der zwischenmenschlichen Ebene. Und das ist total weg. In der neuen Arbeitsstelle habe ich extrem, extrem gut Anschluss gefunden. Und komme mit allen Leuten super klar, das Team ist super, mir macht es richtig viel Spaß und ja, ich muss sagen, auch die Jungs, die dort waren, ich arbeite da jetzt ja, vielleicht 4 Monate oder so, die haben mir extrem viel Halt gegeben, die haben keine Ahnung eigentlich über das, was ich davor war oder bin und die haben mich einfach so genommen, wie ich angekommen bin, ne? Die hatten keine Vorahnung und das hat extrem gut getan, einfach so auch einen Neustart zu haben. Ja, alles in allem. Ist schon einiges, hat sich einiges verändert, aber vieles ist anders. Ich will nicht sagen besser, weil davor hat es mir auch extrem viel Spaß gemacht, das Bodybuilding-Leben so zu leben, wie ich es gemacht habe. Und hätte ich nicht gemusst, hätte ich genauso weitergemacht bis zum Ende. Aber ja, das Ende soll noch ein bisschen warten. Deswegen ja, sitze ich jetzt hier und versuche das trotzdem zu implementieren, versuche trotzdem meine Ernährung zu machen und Spaß daran zu haben, mal macht es ja auch Spaß, so geregelt zu essen. Und natürlich hat man jetzt nicht mehr den Körper wieder vor, logisch. Und ich habe auch viele Tage gehabt, wo ich einfach gesagt habe: Hey Schatz, lass uns was backen. Dann haben wir einfach Brownies gebacken oder einfach irgendwie sind da gehockt und haben einfach irgendwie, wir haben selber Pizza gemacht und jedes am Wochenende dreimal, viermal hintereinander irgendwas selbst gekocht oder gebacken, sind einkaufen gegangen. Spontan, was haben wir jetzt Bock? Okay, das kaufen wir, das backen wir jetzt, das kochen wir jetzt. Und habe es ja gegessen, auch teilweise tatsächlich, ohne zu lügen. Auch zweimal habe ich dann so viel gegessen, dass ich am nächsten Tag gekotzt habe. Das war echt nicht cool. Da habe ich echt dann draus gelernt. War kein Spaß. Aber muss auch mal sein. Und dann ich habe dann auch was so. Weil wenn du immer dieses Reglementierte hast und du hast immer eine vorgefertigte Mahlzeit und jetzt hast du so, du kannst so viel essen, wie du möchtest. Ne? Es hat mich tatsächlich auch wieder daran erinnert, warum ich mit Bodybuilding angefangen habe. Ich bin nicht übers Training, weil mich das Training so gefesselt hat vom Bodybuilding, sondern ich bin eigentlich über die Ernährung reingekommen. Ich hatte schon als Jugendlicher schon öfter so kleine Fressattacken und konnte mich da nicht im Zaum halten. Und dann habe ich mir gesagt, okay, das geht nicht. Ich muss mir irgendwie eine Leitplanken mir aufstellen. So und so viel kann ich essen. Und darüber war ich halt dann schon ein bisschen nicht dick, aber
dicklich geworden bin, habe ich mir auch diesen Ernährungsplan damals selber zusammengestellt, oder If It Fits Your Macros habe ich damals schon gemacht, bevor das irgendwer kannte. Ja, und darüber bin ich ins Bodybuilding gekommen. Ich habe keine Ahnung, auf was ich raus wollte, ehrlich. Wirklich nicht, wirklich überhaupt nicht. Aber auf jeden Fall, ja, würde Ich ich finde, du sagen. siehst gut aus. Was sagst Ja. du? Ich finde, du siehst Sehr gut jung. aus. Ja. Genau darauf wollte ich raus, dass man Sehr natürlich den jung. Körper nicht mehr hat, den man gerne hätte. Aber da bin ich jetzt auch dran. Noch ein bisschen abnehmen auf jeden Fall. Jetzt wiege ich meine, ach, was habe ich heute in der Früh gewogen? 86,4, will ich lügen. Ich hätte gern mit bisschen. Also wenn ich gehe jetzt wieder regelmäßig ins Training, so einfach die Muskulatur, weil ich denke, auch ohne Stoff oder sonst was, auch ohne viel Eiweiß wird ein Memory-Effekt da sein. Und ja, genau, du bist Torben quasi hast du noch im auf der Sack. Top aus, mit ein bisschen weniger Körperfett und ein bisschen mehr Muskulatur. Ich will halt auch nicht der Mensch sein, weil das habe ich tatsächlich schon ein paar Mal gemacht. Die Leute, die ich auch früher belächelt habe, so, hey, schau mal, wie ich früher ausgeschaut habe. Schau mal, das war ich früher. Das war, so analysiert man halt dann. Und ich kann es verstehen, warum die Leute das machen, weil du denkst so, ich habe diese harte fucking Arbeit reingesteckt, jetzt habe ich es nicht mehr. Aber schau mal, was ich geschafft habe. Ne? Ist man stolz drauf und die Leute glauben es einem nicht, wenn man es nicht auf Bildern zeigt. Ne? Das ist klar. Und da wird man natürlich auch zu so jemanden. Und ich will dann nicht jemand sein, der Kacke ausschaut und nur zeigt, schau mal, so habe ich mal ausgeschaut. Ich verspreche dir, wenn wir zusammen sind und du das mehr als dreimal am Abend machst, dann kriegst du von mir einen auf den Hinterkopf immer. Ja, bitte, bitte, aber Ja. wirklich, ist echt so. Wir sind so ein Geist der vergangenen Weihnacht, Alter, wie die ganzen alten Bodybuilder dann immer sagen, ich war früher zehnmal so breit wie du. Guck mal, Ja, so genau. früher haben wir Ja, 200 Kilo Bankdrücken gemacht, genau. hier. Ja, zu den Ja. 20-Jährigen hin, hier, guck mal, so haben wir Ja. früher ausgesehen, du. Mein Trainingspartner, der war genauso krass wie du. Hier. Genau. Hab Und leider keine Fotos mehr. jeder Zweite hat mit Arnold Schwarzenegger schon mal zusammen Ja, trainiert. Also, alle. kenne ich auch. Ja. Gab es dann irgendwie so von dir Maßnahmen, wo du es irgendwie auffangen wolltest? Oder ich komme gar nicht, was soll das, so ein K? Ach, verdammt. Wo du halt irgendwie gesagt hast, jetzt stürze ich mich in das nächste Abenteuer und mach jetzt irgendwie keine CrossFit, mach jetzt Rennradfahren, jetzt werde ich professioneller Bergsteiger, dass du es irgendwie abfangen oder kompensieren wollte ich sagen, kompensieren wolltest. Ich hatte eine Zeit lang, wo ich echt CrossFit haben wir echt regelmäßig, was heißt regelmäßig, einen Monat lang echt viel CrossFit gemacht, bestimmt viermal die Woche oder so. Hat auch extrem viel Spaß gemacht, aber irgendwie, ja, ich weiß gar nicht genau warum, aber dann, ich glaube, ich bin dann auch krank geworden eine Zeit lang. Und dann danach bin ich auch auf jeden Fall da nicht mehr eingestiegen. Ja, aber das erste Mal, wo ich es dann richtig ernst durchgezogen habe, was ich bis jetzt auch noch mache, ist das mit Spanisch lernen, wo ich auch wirklich inzwischen aufstehe und mir Sätze und Wörter im Kopf rumspielen und am Alltag ich irgendwas auf Deutsch sage und denke, könnte ich das auf Spanisch sagen und so weiter und so fort. Genauso wie es mit Bodybuilding war, die ganze Zeit, okay, wie könnte ich irgendwas das verbessern? Oder ich höre bei der Arbeit Podcasts und höre mir irgendwie Ansprachen von wem auch immer an. Und so geht es mir dann mit Spanisch Wow. und ja, das ist eigentlich das Erste, wo ich da so richtig mich richtig fessel und da locker am Wochenende 4 Stunden damit verbringe. Unter der Woche sind es vielleicht nur zwei oder so. Aber das ist so das Erste, wo ich. Und war vielleicht auch gar nicht verkehrt, dass man außerhalb vom Sport ist. Ne? Weil ich habe mein Leben lang immer extrem, extrem viel Sport gemacht und ich liebe Sport. Aber vielleicht war es auch mal gut, mal das auf den Backburner zu stellen und mal ein bisschen was fürs Hirn zu machen. Ich hatte schon das Gefühl gehabt, dass es echt lang stehen geblieben ist in der Zeit. Jetzt muss man auf jeden Fall eine bessere Balance finden. Mir macht es Spaß und ich merke auch wieder diesen Tunnelfokus, wenn man ins Training geht und so. Natürlich auf einem anderen Level, mit anderen Gewichten und dies und das, aber das Gefühl ist das gleiche. Und ja, mich wieder irgendwie zu verbessern, welche Hinsicht auch immer, das war das, was mir Spaß gemacht hat im Bodybuilding. Und ich habe jetzt auch wieder ein Ziel, ein bisschen abnehmen, bisschen Muskulatur. Und das ist so ein kleines Ziel, was ich schaffen kann auf jeden Fall. Aber ich will mich nicht nur auf das Bodybuilding beschränken, sondern viele andere Bereiche im Leben auch voranbringen. Und sei es beruflich, sei es einfach geistig und was ich auch viel gemacht habe, wo ich natürlich auch mir selbst, ja, auf die Finger klopfen muss. Ich habe natürlich einen riesen Freundeskreis in Regensburg. Und die habe ich, wo ich im Bodybuilding drin war, als ich damit angefangen habe.
Ich war damals in der Szene drin, wir waren extrem viel feiern und Drogen und alles und so. Und damals, als Bodybuilding angefangen habe, habe ich natürlich, es waren alles richtige Freunde. Und da habe ich mich natürlich gemerkt, okay, das ist nicht das, was ich, das bringt mich nicht voran im Bodybuilding. Und da habe ich das tatsächlich so gemacht, wie ich jetzt hier, ich sage es einfach, bei euch gemacht habe. Ich habe mich einfach nicht mehr gemeldet, ne? Weil ich einfach, ja, weil ich einfach gemerkt habe, okay, das kann nicht mein Leben sein, weil wenn ich so weitermache, entweder ich lande im Knast oder ich bin irgendwie sonst wo auf der Straße oder sonst wo. Und deswegen habe ich einfach mich dann auch nicht mehr gemeldet und das war schlecht von mir. Deswegen habe ich mich da bei vielen Leuten auch wieder gemeldet und ein bisschen erfahren, was die auf dem Weg getrieben haben und so. Mit vielen habe ich mich auch wieder getroffen. Hat echt viel Spaß gemacht, sich da auszutauschen, über Ecken wieder zu hören, was mit dem passiert ist und mit dem, was man damals, das ist ja alles 10, 15 Jahre her, ne, oder 20 Jahre teilweise. Und da wieder alte Geschichten zu hören und so, das hat schon echt viel Spaß gemacht und die Freundschaften möchte ich auch wieder besser pflegen. Ja. Nur mit denen, die aber den Absprung geschafft haben, Alter. Ja, Ich natürlich. kann Und sagen, ich möchte gerne im Knast besuchen. Ja. von vielen weiß ich auch noch gar noch nicht, was sie jetzt treiben. Möchte ich alles noch in Erfahrung bringen, aber bei vielen, das hätte sich keiner denken lassen. Den hast du auch getroffen vor einigen Jahren, den Tobi. Ne? Der ist einfach Doktor geworden. Der hat das verfickten Doktor in Chemie. Also ich. Aber Chemie hat da schon mal gestimmt. Also Chemie auf jeden Fall, das hat gepasst auf jeden Fall, 100%. Walter White. Ja, aber es ist richtig, ja genau, da glaube ich, Crazy, muss ey. man auch viel Zeit und Energie nochmal reinstecken, dass das Ja. wieder besser wird. Ne? Ja, sau cool. Eine Frage habe ich tatsächlich noch, weil das irgendwie so ein bisschen damit zugehört in zu dem ganzen Ding. Du warst ja auch damals auf Instagram gezwungenermaßen als Athlet sehr aktiv. Und du wirst ja auch sicherlich, wie du gesagt hast, viele Nachrichten bekommen haben. Ich bekomme jetzt noch in jeder Fragerunde mindestens drei Fragen. Wo bleibt Ingo? Was ist mit Ingo? Hast du noch Kontakt mit Ingo? Und du hast dich da ja so komplett rausgezogen. Ist dir das leicht gefallen zu sagen, so, ich cutte jetzt auch hiervon, ich zeige jeden Tag, was ich mache, zu weg damit? Hast du überhaupt reagiert auf diese Leute? Und wie geht es dir jetzt ohne dieses permanente Präsentsein auf Instagram? Es fiel mir extrem leicht, weil ich habe auch das Einzige, warum ich dann gegen Ende noch ein bisschen was gepostet habe, weil ich hatte natürlich meine Verpflichtungen dem Sponsor gegenüber. Wollte gerade sagen, ne, du warst da eh, wahrscheinlich hast du Genau. das meiste gemacht, auch wegen Pflichten. Ja, du hast halt dann Zwang, was zu posten, aber wenn du dich nicht wohl in deinem Körper fühlst und ein ganz Selbstwertgefühl hast, da möchtest du dich nicht zeigen. Du möchtest nicht, schau mal, was ich jetzt gerade treibe, schau mal meinen Alltag an, schau mich mal an, wie ich ausschaue, wenn du sowieso mit deinem Körper totale Probleme hast. Deswegen habe ich auch dann von meiner Seite, die waren dann natürlich auch ein bisschen traurig, den Vertrag gekündigt mit Olymp. Ich hätte da was übernehmen können und so, Berichterstattung über den ganzen Wettkampf und so, habe ich auch einen gemacht. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Aber ich wollte einfach dieses permanente Posten und Zeug, wollte ich nicht mehr haben. Ich wollte mich nicht mehr sehen, ich wollte auch keinen Druck haben, dass ich jetzt Handy rausholen muss. Und da habe ich es immer weiter vor mir hergeschoben. Ich hatte ja vier Beiträge, hätte ich jeden Monat machen müssen und vier Stories. Und dann habe ich es immer vor mir hergeschoben. Ja, was mache ich jetzt? Ja, mach mal hier ein scheiß Foto. Ach Gott, ich schaue wieder kacke aus und so. Und dann habe ich das irgendwie ganz sein lassen, habe den Vertrag gekündigt und war dann auch heilfroh, das nicht mehr machen zu müssen. Und bis jetzt fehlt mir das 0%, wirklich 0%. Ja, ich poste jetzt, ich meine, ich habe gestern ein Bild gepostet, weil ich aber Lust hatte, wir hatten einen schönen Tag, hat Spaß gemacht, da zu wandern und so. Aber so, wenn ich nicht will, mache ich nichts. Und ich habe auch das Gefühl, dass Instagram ist so hart gesättigt. Ja. Keiner schafft es irgendwie, die ganzen Stories, die ganzen Leute hochladen, anzuschauen und so. Die meisten wischen eh nur noch durch und du hast zwei, drei Leute, die dir vorgeschlagen werden, die dich interessieren. Der Rest schaut gar keiner mehr an und so. Deswegen, Influencer-Welt werden wir wahrscheinlich alle nicht mehr so krass, wie wir uns das vorgestellt hatten am Anfang, weil da gibt es einfach zu viel Sättigung. Ja, deswegen fiel mir das, um deine Frage zu beantworten, ganz leicht und ich vermisse es auch 0%. Perfekt. Finde ich tatsächlich auch irgendwie cool, mal so zu hören, wie das dann gehen kann, wenn man halt gezwungen ist, da so ein bisschen rauszugehen. Ja, ich glaube, alle uns geht es teilweise auch auf den Keks und
Irgendwann wird man sicherlich auch mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge dann irgendwann den Instagram-Account löschen. Zumindest sollte es bei mir so sein. Ja, ich finde halt Instagram, wenn ich da noch oder weiter zurück soll, ich habe ja angefangen mit Instagram, ich weiß gar nicht, wann es war, 2015, ich will jetzt nicht lügen, aber ich habe da so viele Fotos drin, ich glaube, ich werde nicht löschen. Das ist wie so ein Wollte ich gerade Fotoalbum. sagen. Ja, da kann ich so weit zurückschauen. Deswegen würde ich kann auch meine Reise total mitverfolgen, wann genau was war, zu welchem Zeitpunkt, mit tollen Leuten, wo ich tolle Erfahrungen mit habe. Das wäre schade, das zu löschen, weil ich muss sagen, man hat so viel, ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt, könnt ihr gerne erzählen. Ich habe so viele, man hat ja seit Smartphone gibt es immer Fotos gemacht, aber ich habe die Fotos nie irgendwo überspielt, sondern habe dann einfach Fotos sind dann irgendwann mit dem Handy weg Ja. gewesen. Und Instagram ist so ein Ding, wo die ganzen Fotos aufgehoben wurden. Ja, und das würde ich echt vermissen, wenn ich die ganzen Fotos auch nicht mehr hätte, die ganzen Erinnerungen. Du musst ja auch mal noch mal Ja. zeigen, so sah ich mal aus, ne? Ja. Nein, es ist ja vor allem Und auch so, dass ja. es sind dann so Momente festgehalten, so wie zum Beispiel der erste Voll. Post jetzt für mich, wo ich jetzt zum Beispiel die Pro Card gewonnen habe oder sowas. Und dann, wenn du das dann nochmal durchliest, dann erinnerst du dich auch, wie du dich in dem Moment gefühlt hast und alles. Und wie geil das dann war und so. Und das würde ich auch niemals, niemals, ja, oder ja, was heißt niemals löschen? Selbst mal, also niemals von mir aus löschen oder also immer irgendwie schauen, dass ich da Zugriff drauf habe, um mich dann halt da immer noch mal so ein bisschen reinzuversetzen. Und selbst wenn du jetzt anfängst mit Reisen und dann hast du voll Lust drauf, dein Instagram zu so einem Travel-Reiseprofil zu machen, dann lass das trotzdem drin, weil das ist einfach deins so, das ist dein Weg vom Bodybuilder raus, was du geschafft hast, was du als Bodybuilder auf die Beine geschafft hast, wie du mit Michelle da rausgekommen bist, wie ihr euch jetzt das Leben schön macht. Und ich bin mir 100% sicher, ich würde es mir voll gern angucken zwischendurch, wenn du mal wandern bist, Schlittschuh laufen oder da im Sprungpark rumhüpfst. Und ich glaube, ganz, ganz viele da draußen, einfach weil, ich glaube, man denkt sich das so. Du denkst, oder man denkt wahrscheinlich, ja, die folgen mir, weil ich einen dicken Arm habe und weil ich geil trainiere. Aber Nein, Mann, die folgen dir, weil du ganz, irgendwo ganz bist. viele folgen dir auch. Also, es gibt so viele Menschen mit einem dicken Arm und die geil trainieren. Aber die, die dir folgen, die folgen dir nicht nur deswegen, sondern die folgen, weil sie dich, Ingo, als Person, die wollen ja auch sehen, wie du die durch den Tag mitnimmst. Und wenn du mal auf Reisen bist und du hast da Lust drauf, keine Ahnung, vielleicht baut sich da ja auch wieder eine neue Community auf. Ich würde das auch nicht löschen. Oder einfach das Tagebuch. Genau. So würde ich es wahrscheinlich auch sehen. Ist mir, ob ich eine Community habe oder so, ist mir dann am Ende egal. So, ich habe Leute, die ich kenne und die mich mögen, hoffentlich, wie ich bin. Und natürlich werden einmal viele folgen, weil man einen dicken Arm hat oder sonst was. Ist auch okay. Ich meine, manche Leute interessieren sich dafür und das ist ja vollkommen legitim. Aber ich muss jetzt kein Beweis oder sonst was. Ich werde ab und zu mal was posten. Aber nur, wenn ich wie gestern einen schönen Tag hatte oder was Schönes erlebt habe und so, das ist dann einfach das Tagebuch und schreibe ich vielleicht ein bisschen was dazu, damit ich irgendwie 5 Jahre später draufschauen kann oder 10 Jahre später Ja, draufschauen kann und voll cool, sagen, so ist doch perfekt. ja, genau. Und Für dich mal noch eine Frage. Bist du innerlich ruhiger geworden, seitdem du diesen Instagram-Druck nicht mehr hast oder auch diesen Druck abzuliefern, dass du weißt, die Leute schauen auf dich, die wollen Progress sehen, die wollen deine Postings sehen, dein Sponsor will quasi, dass du lieferst und sowas. Bist du innerlich ruhiger geworden oder und also, ich weißt du, muss was ich sagen, meine? ich weiß, was du meinst. Zu der Zeit, als ich richtig vorangekommen bin und Bodybuilding mir richtig getaugt hat, oder es taugt mir immer noch, aber anders gesagt, ich richtig auf dem Weg nach oben war. Für mein Gefühl jetzt, da war es dann meistens nicht so ein Druck. Oder es, weil man gibt irgendwann nach außen und man hat das Gefühl, was zu geben, wo die Leute Bock drauf haben, ja. Und dann mach mal auch gerne mal eine Story oder gerne mal einen Post oder mach gerne mal Bilder. Aber es ist natürlich ein gewisser Druck dabei, natürlich, weil du willst natürlich eine Community aufbauen, du willst den Leuten was geben und wenn du jetzt nichts postest, postet der Nächste und die Leute vergessen dich dann auch schnell. Ja, ein gewisser Druck war auf jeden Fall damit dabei und der ist natürlich jetzt nicht mehr vorhanden. Ob ich deswegen viel ruhiger geworden bin, spielt vielleicht mit rein, kann ich nicht sagen. Insgesamt bin ich nicht viel hibbeliger oder ruhiger oder sonst was als davor. Aber dieser Stress, was zu posten, ist auf jeden Fall weg, ja. Das dieser Druck, wenn man es so nennen will, zum Ende hin war es auf jeden Fall ein Druck, 100%, weil ich da nicht posten wollte, musste aber vertraglich. Das war definitiv ein Druck. Aber davor habe ich, ja,
Ich weiß nicht, seht ihr das als großen Druck jetzt? Weil ihr postet ja Bilder, weil ihr auch, ihr seht ja super aus, seid damals zumindest auf Prep und so. Und macht es euch Spaß, dann jetzt zu posten, Feedback zu bekommen? Schon, oder? Ja, also ich muss sagen, mein ganzes Social Media, Instagram, ist in dem letzten halben, dreiviertel Jahr zu einer Sache geworden, von der früher war es ein Zwang oder ein nicht gewolltes Übel, was man halt mitmachen musste, um halt eben sich in dem Sport zu behaupten. Klingt doof, so ob du Profi bist oder nicht, wenn du kein Social Media machst, juckt das kein Schwein. Und mittlerweile, dadurch, dass man da so reingekommen ist, muss ich ganz ehrlich sagen, macht es mir richtig Spaß. Also geil, ich kann jetzt das machen, was ich eh total gern mache, Coaching, Bodybuilding. Plus das, was mir eigentlich nie so einen Spaß gemacht hat, ist jetzt irgendwie so letzten halbe, dreiviertel Jahr, ja, zu einer Sache geworden, wo ich echt eigentlich immer mehr Lust dran habe. Schön, das ist Ich doch muss schön. auch sagen, dass es bei mir super viel Spaß macht, aber ich habe halt keinen Zwang. Ich habe keinen Sponsor, der mir sagt, du musst jetzt so und so viele Bilder hochladen oder so Ja, und das so habe viele ich auch. Stories machen. Ich lade das hoch, worauf ich Bock habe. Und für mich ist Instagram eigentlich eher so ein Austauschplattform geworden mit den Leuten, die halt den Podcast verfolgen. Und gerade jetzt am letzten Wochenende, Kevin, du hast es ja gesehen, wie viele Leute denn auch wirklich da voll investiert sind und wie viele Leute auch wirklich eine Connection mit dir aufgebaut haben und mit denen du auch wirklich geschrieben hast schon lange und die mal zu treffen. Und für mich ist das eher wirklich wie so ein sozialer Treffpunkt geworden. Und ich habe jetzt überhaupt gar keinen Druck, allen zu antworten zu müssen. Ich habe keinen Druck, irgendwas hochladen zu müssen. Von daher ist das noch etwas, was mir Freude bereitet. Aber ich verbringe einfach viel zu viel Zeit da. Und das nervt mich so ein bisschen. Ja, stimmt. Also mich setzt es schon teilweise unter Druck. Also ich merke, dass es mir gut tut, wenn ich dann wirklich mal, also ich schaff's echt selten, muss ich sagen, muss ich gestehen. Aber wenn ich mal einen Tag dann das Handy weglege oder einen halben, dann merke ich, dass es mir danach auch echt sehr gut getan hat, ohne diesen Drang da ständig hinzulangen. Vielleicht ist es auch nicht nur Social Media, sondern generell das Handy, dass man immer diesen Drang hat, da hinzugreifen und reinzugucken und alles. Und wenn ich so wirklich mal ausmache und in den Flur lege oder sowas, dann geht es mir danach schon echt besser irgendwie. Das Genau. verstehe ich. Ich habe gerade mit meinen Schülern das Buch gelesen, The Disconnect. Damals zu Englisch lernen, vielleicht ganz gut. Der nicht verbundene. Da. Da geht es tatsächlich darum, dass Schüler in der 11. Klasse mal für 6 Wochen das Handy weglassen sollen und dafür halt irgendwie dann Geld kriegen, wenn sie das tun. Krass. Ja, und es war relativ interessant, da mit den Achtklässlern drüber zu sprechen, obwohl die wenigsten da halt wirklich schon wirklich dieses Problem haben mit dem Handy. Aber man merkt es dann halt schon in höheren Klassen, dass Tesla die haben das. kein Handy? Doch, aber die nutzen das gar nicht so oft, wie ich gedacht hätte. Das ist Zumindest bei uns in der crazy. Schule. Aber Im so Unterricht halt nicht, weil der Torben so ein Muskelpaket ist, die trauen sich das nicht. ab 9., 10., 11. Klasse ist es halt also permanent da, ne? Wie alt ist man jetzt in der 8. Klasse? 14, 15? Ja, Nee. genau. Zumindest in meiner 8. Ich Klasse ist es noch kein Thema. Es ist dachte schon so, echt bei denen wäre noch. es besonders Falscher schlimm. Bezirk. Ja, wahrscheinlich. Ja. Die haben noch Freunde und Leben. Ja. Aber ich weiß, was Kevin meint. Das ist halt dieses permanente irgendwie. Vor allem, man läuft ja gefühlt auch so ein bisschen am Leben vorbei, wenn man die ganze Zeit in dieser sozialen Welt lebt. Ja. Bei mir ist es halt, ich bin aber auch tagtäglich, also ich klingt so doof. Was ich zu wenig mache, ist zum Beispiel, ich sag mal so, auf Leute, die man kennt, reagieren und schreiben. Also auch mal einen Kommentar oder ich bin im Instagram tatsächlich so, um zu arbeiten und am Handy und zu arbeiten, weil ich sag mal, 95% der Sachen oder 98% der Sachen, wenn ich ans Handy lange, ist eigentlich in meine Coaching-App gucken oder WhatsApp mit dem Athleten schreiben. Also von daher, mich, ja, das heißt, mich stört es nicht. Also ich weiß komplett, was ihr meint, aber ich gehe damit cooler um, weil ich mir so denke, naja, es frisst ja jetzt dir keine Zeit oder nicht die Zeit, die es fressen würde, wenn ich da jetzt irgendwie eine Stunde einfach mir nur Reels angucke, sondern ich mache ja in dem Moment was. Ich schreibe mal Bläten. Eben gerade war ich kurz am Handy, weil jetzt einer hat extreme Magenprobleme hat. Wir laden gerade und jetzt habe ich ihm nochmal geschrieben, was er machen soll. So, ich habe jetzt nicht ans Handy gelangt und habe mir so gedacht, oh ja, interessiert mich gar nicht, guck mir mal ein Reel an oder so, weißt du? Also von daher stresst es mich tatsächlich ein bisschen weniger. Manchmal erwische ich mich, aber das finde ich auch in Ordnung. Ich habe hier so gammelige Spiele drauf, ich weiß gar nicht, Clash Royale oder so, da musst du so kleine Monster losschicken. Aber das ist für mich dann irgendwie 15 Minuten Entspannung.
So, da denke ich mir, die Zeit hast du dir auch verdient, weil du hast jetzt, keine Ahnung, den ganzen Tag Stress gehabt. Ich glaube, man muss sich da mental einfach anders zu einstellen, dass man sich das vielleicht nicht so als negativen Stress immer macht, sondern sich dann sagt, so wie Torben, ja, ich gucke, was meine Community macht, ich baue ein neues Netzwerk auf. Ja. Oder bei Kevin. Ich verbringe tatsächlich einige Zeit mit Scheiße am Handy. Einfach Ja. nur mit Scheiße, Hör auf damit, Alter. scrollen. Ja, es gibt ja so Leute, die halt abends, wenn sie ins Bett gehen, nochmal das Handy öffnen, dann sind sie mal 2 Stunden da am Reels gucken. Oder die morgens halt ist erst, was sie machen, ans Handy lang und da halt 1 Stunde verbringen. Und du meinst, du hast ja auch deine Hunderunde, wo du mal Ja. draußen ein bisschen abschalten kannst und so. Und Ja. ich glaube, die wenigsten schaffen es halt mal wirklich abzuschalten und davon wegzukommen. Und die Zeit muss man sich Okay. bewusst nehmen, ne? Das habe ich tatsächlich selten. Also ich stehe morgens auf und bin eigentlich immer schon am Ja. Nachrichten beantworten direkt nebenbei. Ja. Also solange das halt Spaß macht und alles dich ja erfüllt, ist ja auch alles cool, ne? Das Einzige, was mich nervt, ist manchmal, weil man sich so denkt, okay, könnt ihr zur Zeit mit meiner Frau verbringen, mal ohne dass das Handy ist, aber ich ab 21 Uhr lege ich es ja weg und dann, außer es ist was Wichtiges und ich weiß, dass gerade sich einer nochmal meldet. Genau, oder sie tritt mir auch mal in den Arsch, wenn es dann irgendwie mal zu viel ist, das passt schon. Ja. Ja. Ach man. Ingo, meine Frage noch an dich. Ist es denn jetzt so, dass man dich auch ab und zu mal öfter in der Massenkonferenz sehen wird? Also natürlich nur, wenn du Bock drauf hast, dass du sagst, ich schaue ab und zu mal rein. Oder ist es hier heute so dieser Besuch, dass du sagst, ich wollte mich nochmal offiziell verabschieden von euch? Es hängt davon ab, wie ihr mich behandelt heute. Das Ich denke schon, dass ich ab und zu mal öfters reinschauen werde. Ja. Ich würde mich mag euch, voll freuen. ist ja nicht gelogen, ich mag euch mega gerne und es macht auch jedes Mal mega Spaß, sich auszutauschen und so. Und ich möchte ja auch ein Teil, nicht mehr so ein großer wie davor, aber ein Teil vom Bodybuilding sein. Und mich interessiert es ja immer noch. Ist ja nicht so, dass ich irgendwie was gegen den Sport habe oder sonst was. Ne? Ist ja klar, der Sport hat mir das auch irgendwie. Also er hat mir das Ganze gegeben, so, also er hat mir so viel gegeben, aber dann hat es sich selbst so in Luft aufgelöst. So. Aber das sage ich auch jedem, der bei mir zum Beispiel irgendwie Rat sucht oder sonst was, soll ich mit Stoff anfangen oder dies und das, soll ich mit Bodybuilding anfangen, ich will es aufs nächste Level bringen und so. Überleg dir das ganz genau. Überleg dir das ganz genau. Die Quittung, die wird 1000% kommen, für jeden Einzelnen. Früher oder später wird sie kommen. Und du kannst dann später, wenn es in 10, 15, 20 Jahren soweit ist, kannst du nicht sagen, Bodybuilding war schuld. Ich hasse Bodybuilding, sondern nee, du hast Dankeschön. bewusst dafür entschieden, diesen Weg zu gehen. Und du musst dann dich an das Positive erinnern und ja, das mitnehmen, was du mitnehmen hast können. Ich merke halt jetzt auch wieder, jetzt, ich muss das Beispiel immer wieder bringen, aber das will Spanisch lernen, wenn man wirklich was will und da Zeit investiert, kann man so viel in kurzer Zeit erreichen. Weil du hast ja so viel Zeit an deinem Tag hast du zur Verfügung. Und wenn du dich in irgendwas reinbeißt, dann kannst du so gut werden in Sachen. Und das hat mir Bodybuilding auf jeden Fall gezeigt. Ne? Besonders, weil ab und zu haben wir abends so Serien geschaut und so. Und habe ich auch gesagt, hey Schatz, ich möchte nur noch eine Folge am Abend schauen. Die restliche Zeit möchte ich einfach irgendwas für mich machen. Entweder wir unterhalten uns, dann investiere ich Zeit in unsere Beziehung oder ich lese irgendwas, ich lerne irgendwas, ich möchte irgendwas Sinnvolles machen, ich möchte keine Zeit verbrennen. Ab und zu kann man mal eine Serie schauen oder kann man sich zusammen hinkuscheln, eine Serie schauen, nebenbei was essen und so. Aber dies einfach Handy sitzen, scrollen, wie ihr gesagt habt, oder am Fernseher sitzen, einfach Fernsehen schauen und so, finde ich so sinnlos, weil die Zeit, die kannst du so gut investieren und das hat mir Bodybuilding beigebracht. Und auf was ich eigentlich raus wollte, jeder, der sich dafür entscheidet, Bodybuilding 100% zu machen und muss halt wissen, dass es mit Konsequenzen kommt. Es ist nicht ob, sondern wann. Ja, da muss man am Ende des Tages dann auch sagen, bin ich wirklich bereit dazu? Sage ich das jetzt nur für mich selbst, um das auszublenden und zu sagen, ja, wird schon, vielleicht geht es bei mir gut und so. Oder bin ich wirklich bereit, dann, wenn die Konsequenzen kommen, zu sagen, ja, ich habe es gewusst. Vielleicht sterbe ich irgendwie ein paar Jahre früher. Jeder sagt es so, es könnte passieren. Natürlich, das kann mir auch immer noch passieren. Logisch, und das weiß ich. Und dafür unterschreibt man das erste Mal, wenn man es macht. Und das muss jeder, so klug muss jeder sein und sich das genau vor Augen halten, weil es eine Riesenentscheidung ist. Mal kurz, da habe ich mal nur eine Kur oder sonst was. Das ist eine Riesen-Lebensentscheidung. Es kann einem mega viel geben. Und ich habe so viele tolle Erfahrungen gemacht und tolle Leute wie euch jetzt kennengelernt. Und bin durch ganz Europa gereist und habe tolle Städte gesehen und viele tolle Menschen kennengelernt. Aber es kommt natürlich mit einem Preis und den
Hätte man nicht zahlen müssen, aber mir wäre auch anders entgangen. Ne? Wollte ich gerade sagen, genau. Muss jeder genau für sich abwägen. Du hast Michelle kennengelernt. Eben. Das stimmt, hätte ich ohne den Sport auf jeden Fall nicht gemacht. Ja? Ja. Da schaut sie. Bist zu dem Menschen geworden, der du jetzt bist, hast das voll gut gesagt. Der Sport gibt einem halt auch mental einfach viel. Klar, ist, glaube ich, darüber muss man sich vorher Gedanken machen. Ich glaube, das machen die wenigsten, wenn man anfängt. Das machen die meisten wahrscheinlich dann erst, wenn sie an so einem Punkt sind, wo du jetzt bist. Und ich glaube, dass. Wenn man es logisch betrachtet, muss man das wie so ein Preis-Leistungs-Verhältnis betrachten. Ne? Also, keine Ahnung, schwer was zu raten. Wenn man die Genetik hat und wirklich die Lust darauf, wirklich sein Leben so zu leben und es dann auch vielleicht schafft, klingt so doof, aber ich habe vorhin gerade diesen schönen Post gemacht. Ich habe jetzt auch meine Frau kennengelernt vor 3,5 Jahren und das ist mit diesem Bodybuilding passiert. Und wenn mich jetzt einer fragt, willst du dafür 10 Jahre eher abnippeln, dann sage ich, ey, ich liebe mein Leben. Ich mache nur das, was mir Spaß macht. Ich habe den wundervollsten Menschen an meiner Seite durch den Sport. Ich liebe mein Coaching. So, was ist mir das wert? Worauf würde ich jetzt verzichten, um nochmal dieses Leben zu haben? Also von daher, ist schwer zu sagen. Ich finde das super, wie du es gemacht hast. Ich weiß nicht, ob ich es so schaffe, aber ich werde mir auf jeden Fall immer vorsagen, dass mir das alles Bodybuilding gegeben hat und ich bin mir bewusst, dass ich irgendeinen Preis dafür trage, aber den zahle ich, glaube ich, momentan so, wie sich alles entwickelt, echt gerne. Ja. Insofern, es freut mich wirklich. Mann, die freut mich so, dich zu sehen. Die Runde Ja, ist echt Mann. cool. Komm her, komm her. Ja. Wir Ey, drücken. wenn das durch ist, Schatzi, ihr müsst irgendwelche Pläne schmieden, ne? Du und Michelle, das war. Hast schon. Ja. Ah, okay, unsere Frauen schreiben gerade schon. Perfekt. Perfekt. Ja, das freut mich natürlich auch, Ingo, dass du halt offen dafür bist, gerne mal wiederzukommen. Natürlich kein Zwang, aber jederzeit, wenn du mal wieder Bock hast, schreibst du einfach und dann kommst du mit rein. Ich habe heute extra darauf geachtet, dass wir vielleicht nicht so viel über Bodybuilding reden, sondern eher mal vielleicht über andere Themen, weil ich nicht wusste, wie du Cool. darauf reagierst. Natürlich können wir das machen, wenn ihr das wollt. Aber ich Ja, habe ich sonst war so lange nicht. ohne, also weg und ich würde gern wissen, was bei dir, Kevin, was bei dir, Domme, was natürlich auch bei dir, Torben, was da Ja. ansteht, was, wie läuft es in der Prep, Domme, wie, ich will alles wissen, weil ich habe auch nichts mitbekommen. Dann erzählt doch mal einen Kurzdurchlauf, Jungs. Domme, wie geht's bei dir? Alter vor Schönheit, komm. Ich bin Okay, älter, ne? klar. Ja. Hat erst rechnen müssen oder was? Nee, also meine Prep läuft super. Ja, du fragst einen Bodybuilder, was er macht, Mann. Ich mache das Gleiche, wie als du mich vor einem Jahr getroffen hast. Ich Bist du stehe auf, noch mach meine Routine, mach meine Hunderunde, mach mein Cardio, esse mein Essen, geh trainieren, esse mein Essen, arbeite, esse mein Essen, arbeite, esse mein Essen, arbeite, esse mein Essen, geh mal? schlafen. Lass ich dann. Nee, noch 4 Weeks out. Ich freue mich mega auf den ersten Wettkampf. Hab mir auch den ersten richtigen Profi-Wettkampf natürlich da rausgesucht, wo ich meine Profikarte geholt habe. Hier da hinten ist, glaube ich, die M-Pro, genau. Da geht's hin. Noch mehr gleich. Am Donnerstag fahren wir nach Polen. Da startet Schatzi jetzt ihr ersten Pro-Qualifier nochmal in der Bikini-Klasse. Der Tobias Mann startet nochmal. Der Nick, die Kali. Da haben wir auch eine mega coole Truppe. Da freue ich mich auch richtig drauf. Da haben wir die ganze Woche schon alles, oder meine Frau hat es alles geplant, so wie ihr das wisst. Ansonsten alles echt super geil. Also läuft gerade. Ich kann progressiv trainieren. Hat jetzt 2 Ladetage von Max bekommen. Wir sind eigentlich von der Form und so eigentlich da, wo wir sind. Also wir haben erst überlegt, ob wir noch ein bisschen Kalorien anziehen, aber lassen wir erstmal alles stehen. Ich denke von der Form, ich bin sogar gerade schon deutlich härter wie auf dem letzten Wettkampf. Also mega entspannte Prep wieder. Sehr Alles gut. cool. Freut mich. Sehr schön, ja. Darf man fragen, was du wiegst? Heute Morgen 105,7. Ja. Bin echt gespannt, wie es am Ende ausschaut. Ja, Vier aber Wochen siehst schon seid echt ihr? brutal aus, Alter. Hm? 4 Wochen Siehst schon seid echt ihr? brutal aus. Du zeigst zwar Ja. gerade nur das die Most Muscular immer, aber. Ich Ja. glaube, auf Big Zones Kanal müsste die nächsten Tage ein kompletter Formcheck mal kommen bei Max. Bin ich mal Ja. gespannt. Ja. Wir sind ja Konkurrenten im Herbst, habe ich gehört, Herr Beust. Muss ich mir das mit dem Training nochmal überlegen, ob ich das so Mit weitermache mit dir. Kevin schon geschrieben. Oh, cool, ich starte im Herbst. Ja, ich auch. Ah, Ja, ich okay. wollte jetzt die letzten Jahre meines Bodybuilding-Daseins wahrscheinlich regelmäßiger starten und immer nur
Ja, ich denke mal, ich werde eine komplette Detox immer machen zwischen den Wettkämpfen einfach. Und kurz eine THT nochmal hinterher. Und dann werde ich wieder in eine Wettkampfvorbereitung starten. Und ich versuche eigentlich mal zwei Saisons jetzt die letzten Jahre zu machen, einfach weil ich bin recht spät Profi geworden. Und ich will jetzt die Zeit nochmal genießen, mit ein paar geilen, großen, muskulösen Bodybuildern auf der Bühne zu stehen, dass ich später mal Fotos rumzeigen kann, wenn ich alt bin. Welche ich alle gemacht habe. Und einfach nochmal so viele Profi-Wettkämpfe mitnehmen, wie es jetzt hier geht für mich. Und das macht mir gerade, mein Leben ist also, es läuft gerade unnormal geil in der Prep. Ich weiß, also es macht mega viel Spaß gerade. Und ich habe 1,5 Jahre Off-Season gemacht, das würde ich nie wieder machen oder auch ein ganzes Jahr Off-Season, weil es einfach irgendwann unproduktiv wird, eine Off-Season. Ne? Man hat irgendwann den Fokus nicht mehr, man kniet nicht mehr rein, man ist nicht mehr so beim Training. Und gerade ist das echt cool, so das ganze Leben. Es macht richtig Bock so. Und deswegen will ich wirklich nur noch immer eine geile Reverse mitnehmen und dann wieder eine Saison. Ja, das ist so eigentlich mein Plan. Deswegen auch höchstwahrscheinlich, also höchstwahrscheinlich stehe ich direkt im Herbst dann nochmal wieder auf den ganzen Bühnen. Ja, cool. Ja. Kevin, wie ist bei dir? Ja, bei mir ist eigentlich das Hauptthema, dass mich der Dommel umgedreht hat. Also ich bin nicht schwul geworden, sondern ich bin jetzt, ich trainiere jetzt nach Bin jetzt HIIT-System. Hitler. Bin Klar. jetzt Hitler, ja. Seit 9 Wochen macht Dommel mein Training. Manuel ist immer noch ich sag's mal, Hauptcoach, also der macht Ernährung und Rest und alles. Ja, und es läuft unerwartet sehr gut. Schön, ja. Das war Ja. auch damals meine Erkenntnis, als ich da umgestellt habe. Das ist echt ge ne, ist aber eine gute Sache, Ja, vor allem auch also regenerativ merke ich es halt ganz besonders, hab ich am Wochenende, glaube ich, schon erzählt, ne? ja. Dass das eigentlich so der größte Benefit von dem ganzen Training meiner Meinung nach ist, dass ich eben viel weniger trainieren kann. Oder das heißt kann, viel weniger trainiere. Der Plan ist darauf ausgelegt. Ja, und das tut mir gerade echt sehr, sehr gut. Und Sehr geil. seit langem passiert jetzt auch mal wieder was so ein bisschen bei mir, was Massezuwächse angeht und so. Mega, das freut mich. Ja, was gibt es sonst noch zu erzählen? Nicht viel. Ich gärtner dann nebenbei jetzt ein bisschen. Gärtnerst? Ja, ich gärtner Ach zu so, Hause. jetzt verstehe Um ich deinen das. Nachbarn zu ärgern, hast du jetzt so einen Motorreiniger und einen Rasenmäher gekauft. Ja, genau. Immer sonntags. Ja. Ja gut, jetzt darf man ja. Ist ja Und ein sehr Abluftsystem schön. habe ich mir gekauft. Nee, sonst läuft eigentlich, wie gesagt, alles wie immer. Außer, dass ich halt jetzt wirklich die Aussicht drauf habe, dass ich aus dem Schichtsystem rauskomme. Eben als dann stellvertretender Werkstattleiter, auch wenn es nochmal eine Ecke anspruchsvoller wird, da in so einer Position, sage ich jetzt mal. Aber ich habe da mega Bock drauf und denke, ich bin da auch gut in so einer Position. Und es wäre halt wirklich nur noch. Ja, außertariflich, ohne wirklich geregelte Arbeitszeiten, dann von 7 bis, sagen wir mal, 15, 16 Uhr. Das wäre doch Oder optimal. wenn die Besprechungen durch sind, kann ich dann vielleicht auch schon mal früher nach Hause und so oder Homeoffice machen oder sowas. Und das wäre halt im Vergleich zu Mega. jetzt so eine mega Umstellung, dass ich dann seit 4 Jahren oder seit 4,5 Jahren das erste Mal wieder einen Rhythmus habe, wo ich sage, ich kann jeden Tag um 5 Uhr aufstehen und habe dann auch mal wieder sowas wie einen Rhythmus in meinem Körper, also mit Essen und sowas, würde das halt auch richtig, richtig reinhauen, dann, dass ich da mal wieder immer zur selben Zeit esse und dann immer auch mal wieder ein richtiges Hungergefühl entwickeln kann, weil ich esse ja immer dann immer wieder versetzt und alles. Und das fickt schon richtig viel. Also auch jetzt, wo ich mehr Erholung habe, ist es trotzdem immer noch anspruchsvoll. Ja, und das wäre halt dann nochmal so ein kleiner Turbo, den ich jetzt so auch, ich bin jetzt auch nicht mehr so jung, so ein kleiner Turbo, den ich zünden könnte und dann vielleicht nochmal 5 Jahre da ein bisschen mit ein paar Leuten ans Bein pissen könnte. Ja, ich glaube, das wird nochmal einen riesen Unterschied machen. Darf ich fragen, gibt es schon Pläne, was für Wettkämpfe angepeilt sind im Herbst? Ja, Aber was? ich mache wieder Rumänien, wieder Prag und dann Alicante noch. Den gibt es dieses Jahr zum ersten Mal im. Nee, das stimmt gar nicht zum ersten Mal. Ist wieder Big Man Weekend, aber halt auch wieder mit einer Pro-Show. Dann am 30. November. Genau, die drei habe ich jetzt geplant. Die mache ich auch ziemlich sicher. Außer ich werde krank oder verletze mich. Ja. Ja. Und dann mal Ja, schauen, was so geht. vielleicht kriegt man es irgendwie hin, dass ich nach Prag, weil Prag ist jedes Mal ein mega, mega schöner Wettkampf. Also ich habe da nur, also letztes Jahr, Kevin, du warst ja auch da, gell, die Stimmung war geisteskrank und ich Ja. habe mindestens genauso viele Deutsche wie Tschechen dort und so. Vielleicht kriegt man das hin, dass man da irgendwie hinfährt. Weiß nicht, Schatz.
Können wir eigentlich hinbekommen. Ist sonntags der Profi-Wettkampf? Ich glaube, Samstag war der jetzt, oder? Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Weiß auch nicht. Ah, ist neue Halle diesmal, gell? Ja, genau, es ist diesmal wieder in diesem Convention Center, wo der früher auch war, die Evels. Was war das? Was? Eine Katze oder Katze. Hund? Die Katze. Katze? Geil. Ja, ist wieder in Ist diesem Convention Center damals, wie damals, als die Evels Prag angefangen hat. Und das die Halle, die so frei steht? ja, genau. Ah, das war geil. Und da ist auch wieder eine größere Expo drumherum oder ist Ja, geplant. voll geil. Und dann, es wird ja auch gemunkelt, dass vielleicht nächstes Jahr auf der FIBO ein Open Pro Wettkampf stattfinden soll. Und falls dem so ist, würde ich dann auch nur wie Domme so einen kurzen Rebound einlegen, mich hochfressen und dann nochmal dann auf der FIBO starten und eventuell dann, wenn es mit der Kohle entsteht, dann nach New York fliegen. Geil. Das wäre auf Das jeden ist Fall ein geiles so Erlebnis. die Aussicht fürs nächste Jahr, sag ich mal. Hört sich gut an. No. Ja, wann hast du den Fischgestank noch in der Nase? Nee, der war tatsächlich weg, als ihr alle weg wart. War das krass? Ey, also Moment, ich für zeig, mich war Moment, es die Moment. Hölle, Alter. Ich zeige euch kurz ein Video. Ja. Oh, yeah. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Seht ihr es? Ja. Ja. Ich weiß, ob ihr es auch hört, weil das Hören ist witzig. Es waren nur die ersten 30 Sekunden, mehr auch nicht. Hört ihr es? Ich höre jetzt nichts mehr. Läuft doch sehr abgehackt. Boah, Ja. Kevin hat's erwischt. Ihr hört nichts, oder wie? Nein, ich habe nur die ganze Zeit gewürgt, Alter. Kann mir Wir nicht hören vorstellen, nichts, ich weiß nicht, nein. ich hab's noch nicht gerochen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so schlimm ist. Ich habe es voll unterschätzt, Alter. Vor allem ist es so ein Geruch, der ist mir in die Nase gekommen, ich musste instant würgen. So. Ich konnte nichts dagegen tun. Hat irgendwer gekotzt? Ja, Kevin. ich. Kevin Ah, hat krass. gekotzt? Ja, aber Ach, ja, krass. also. Ich bin dann irgendwann, kennst du das, wenn du so oft würgst und du weißt, das nächste Mal würgen kommt? Krass, Kennst du ja. das? Das von den Chicken Nuggets nur. Nee, auf jeden Fall war das dann so der Moment, wo ich dann das letzte Mal gewürgt hatte und dann weiß ich, muss ich jetzt, ich kotze gleich den ganzen Tisch voll, Alter, wenn ich jetzt da bleibe und dann habe ich mich umgedreht, bin gegangen. Und irgendwie, ich weiß nicht, hat mich der Geruch verfolgt, der ist die ganze Zeit dann hinter mir her und habe ich da hinten da irgendwo auf dem Parkplatz da einmal was rausgelassen, dann bin ich in die andere Richtung, weil ich gedacht habe, der Wind, der trägt das irgendwie hinter mir her. Dann sagt Jenny irgendwie so, oh, jetzt kommt hierher, der Wind dreht und ich direkt wieder, bläh, dann dreht sich nochmal so Ja, shit. ein Mund voll raus, Alter. Das. Mir ging es dann auch 15 Minuten richtig scheiße, Alter. Also, Naja, es war schon übel. jetzt kann ich wenigstens nochmal meine Schweden-Norwegen-Tour machen und das dann köstlich genießen, richtig Ja, zubereiten. genieß es. Das Ding war, da war so ein Typ, also wir haben es alle nicht so doll gerochen wie Kevin. Wahrscheinlich war es eher voll im Wind, weil wir waren halt draußen. Und alle kamen dann so ein bisschen näher ran und da kam halt irgend so ein Typ, der halt mit der Gabel drin rumgerührt hat, den Dwayne hat gerührt und der Typ hat das alles rüber zu Kevin gefächert. Ja. Und Kevin meinte nur, hätte er das noch ein bisschen länger gemacht, hätte voll eins auf die Fresse Ich war gar nicht mehr in der gehauen. Lage zu hauen, Alter. Ich war voll am Ende, Alter. Ich war richtig fertig. Nichts mehr gesehen. Kommt alles vor wie so ein böser Traum. Das Schlimme war, deswegen habe ich Kevin gerade gefragt, dass so den ganzen Abend noch, auch wenn als der Fisch weg war, ab und zu noch Ja. so dieser Gestank in die Nase wieder hochkam. Der war irgendwo in den Haaren gefangen, ich weiß es nicht. Wir saßen so beim Essen und dann auch immer abwechselnd die Leute. Einmal der Michi dann so, ja, ey, da war es wieder, riecht es? Riecht es? Und dann wieder so ein anderer so, ja, da ist es wieder. Und dann manchmal wieder ein anderer, riecht es? Ja. Dwayne hat dann noch einen Lachs bestellt danach. Hat gesagt, das hat er voll bereut. Das glaube ich. Und Michi hat schon Angst gehabt, dass er nie wieder Fisch essen kann. Aber ein Ja. schönes Wochenende. Ich glaube, da reden wir mal an anderer Stelle drüber, wenn noch ein paar mehr Leute dabei sind, die Ja, auch du musst mir dabei mal waren. berichten. Das Yes. war, also hier an dieser Stelle nochmal schon im Voraus an Luca und seinen Vater ein fettes, fettes Kompliment. Das war dermaßen professionell organisiert und die Gastfreundschaft, die die beiden dann an den Tag gelegt haben, das war unglaublich. Ja, das war echt unnormal. Vor allem, es war richtig geil, so, da, also, da kam, also, es war eine richtig geile Bodybuilding-WG, so. Das hat Ja. richtig Bock gemacht. Ja. Wir hatten quasi so einen Gang mit ja, genug Schlafzimmern, ein Essenszimmer und wir konnten alle bei ihm halt in die Küche gehen, da kochen und so weiter. Und unten im Keller war halt das Gym. Ja. Also musstest du das Hotel gar nicht verlassen. War echt Geil. stark. Ja. Ja, Ingo, nur um ganz, ganz kurz dich abzuholen, bei mir ist nicht viel Neues passiert. Ich hatte Abitur, was ich korrigieren musste. Ich habe meinen zweiten High Rocks gemacht und
Jetzt muss ich tatsächlich nächsten Monat operiert werden, weil ich einen Nabelbruch habe. Ja, okay, krass. Aber es ist nicht Also, so schlimm, ist, oder? Also, das wäre es nicht. ich tippe mal, es wird kurz irgendwie aufgemacht, zugenäht und dann muss ich 4 Wochen die Füße stillhalten und dann geht es wieder los. Ja, gut. Ja, das ist alles in Ordnung, alles vollkommen okay. Ja, also viel zu tun, viel Arbeit, aber mir geht's gut. Ja, der ist doch wichtig, dass er abzählen ist. Richtig. Mir geht's gut. Ja, wenn ihr wollt, wir könnten natürlich kurz über die New York Pro reden, wenn ihr das möchtet. Wir könnten aber auch, ich habe einen Fragesticker gemacht mit explizit Fragen, die nichts mit Bodybuilding zu tun haben und da sind eine Ja, Menge mach mal Fragen. zusammengekommen. Also ich finde Ich aber, es sind mal. so viele Deutsche echt gut platziert worden, dass man da vielleicht schon einen kurz, also wenn es für Ingo nichts ausmacht, sage ich jetzt mal, dass man da schon mal einmal kurz drüber reden Ja. kann. Ja. Gerne. Dann können wir kurz zusammenfassen. Wir haben in der Men's Physik jemanden gehabt, den Fabian Faeber, der ist Fünfter geworden. Wir hatten in der Bikini die Lisa Reit, die ist Vierte geworden. In der Figur die Jan Kassel auf Platz 5 und die Nina Paulus hat sie auch gar nicht so schlecht platziert. Ich weiß gerade den Platz, der ist nicht aus dem Kopf. Ich weiß es leider auch nicht, Benina. Michelle sagt 16. Okay. Ja, gut. Aber sie hat sich auf jeden Fall von der Form verbessert. Das hat sie gepostet, das habe ich gesehen. Dann die Julia Schrade ist, glaube ich, sogar Zweite geworden. Also das ist schon krass. Ja. In der Men's Physik hatten wir jetzt, in der Classic Physik hatten wir niemanden. Ich glaube nicht. Und die starten alle jetzt am nächsten Wochenende in der German Pro. Ja. Und in der Open hatten wir halt Tim auf dem 7. und Emi auf dem 9. Auch das Ja. finde ich gute Ergebnisse. Tim Finde ich sah auch. krass aus, ey. Ja, haben mir auch gefallen. Ich Es fand Emi haben. auch gut. Also ich fand beide waren richtig gut. Ja. Bei Tim hätte ich am Und Tag vorher tatsächlich gar nicht gedacht, weil er noch so ein bisschen, ja, oder ein, zwei aber Tage das vorher auf ist dem bei Weg dahin Manuel ist gewesen. das so, der bringt die richtige Härte, die kommt in den letzten 24 Stunden. Das kenne ich Ja. selber. Weil er alles so normal und locker fährt, dass dann der wirklich der letzte Feinschliff dann erst richtig reinkommt, Ja. wenn es sein soll. Ja, und Jan Kassel fand ich richtig krass, mit 23 Jahren, 5. Platz auf der New York Das ist schon krass, Pro. ja. Also, die hat auch richtig brutal ausgesehen, hat mich auch sehr überrascht. Die ist auch letztes Jahr als Profi geworden. Und alle anderen natürlich auch mega, mega abgeliefert. Also, fetten Respekt. War ein Also mit richtig geiler Germans. Wettkampf für Deutschland. Auf jeden Fall. Und halt für Stefan Kienzel nochmal mega der Erfolg, dass er Martin da bei einer One-Point-Decision hinter Nick platziert, Alter, wie ne? krass war Martin bitte? Habt ihr mal die Bilder gesehen? Ja, brutal. Also da gab es viele Posen, vor allem Rückenposen, wo man sagt, Nick Walker ist dort hinten so brutal stark. Also Martin fand ich, Fand den, wo er mein seine Geschmack hat dann mehr Olympia-Quali, getroffen. ja, wo er seine Olympia-Quali schon geholt hat, der sieht so bestialisch prall aus und hart, Ja, Alter. Der Look ja. ist, die Linie ist geil. Also das ist für mich wirklich, also ich könnte jetzt sagen, so von der Linie und von dem Look momentan meine Nummer eins. Also finde ich brutal. Der gefällt mir auch verdammt gut. Und da soll nochmal ein Mongo, soll jetzt nochmal die Fresse aufmachen. Stefan Kienzel kann keine Open Bodybuilder. Ein Mongo soll es bitte machen. Dem hat Dann. tatsächlich, glaube ich, so diese Kienzelhärte gefehlt, weil der sieht ja so plastisch aus und das schaut aus, als wenn sie den Peak immer aufs Hundertstel treffen, ne? Ja. Der ist bärstig voll, so als wenn er gleich platzt, aber Ja. knüppeltrocken, Alter. Ja. Ja. Und er wird aber, er läuft aber auch nicht zu auf der Bühne, sondern er wird eher Nee, nochmal nee, krasser nee. dann. Ganz krass. Also, Ja. da haben sich zwei gefunden, das passt wie Arsch auf einmal irgendwie, ne? Ja. Ich hab den Schweden mal getroffen, also da war ich auf dem Pro Qualifier in Schweden, da war der Martin Fitzwater als Gastposer da und dann habe ich ein bisschen mit ihm unterhalten. Der ist so nett und freundlich und hat sich so viel Zeit genommen für jeden, also auch menschlich. Kann man überhaupt nichts Negatives über ihn sagen. Also, super Kerl. Gönne ich ihm von ganzem Herzen. Ich finde ihn auch immer richtig sympathisch. Ja. Da würde ich sagen, machen wir ein paar Fragen. Pflichtprogramm erfüllt. So. Ja, Punkt. Ne, ich will ein bisschen hier jetzt wieder so alte Vibes aufkommen lassen. Weißt du, diese ganzen Anekdoten, die wir da hatten, wo Kevin da von seinem Wellensittich erzählt hat. Oder es sind halt einfach so Erinnerungen, die geblieben sind. Und ich hätte voll Bock, da so ein bisschen in Nostalgie zu schwelgen. Deswegen habe ich extra Kannst du gesagt, mal mal los? so ein paar Fragen, die nichts mit Bodybuilding zu tun haben. Und einfach mal schauen, was sich daraus entwickelt. Ihr sollt eurer Frau oder eurer Partnerin ein Drei-Gänge-Menü zaubern. Was könntet ihr und was würdet ihr kochen? Also abhängig von Skills und Geschmack Was? natürlich. Ich kann gut kochen, ja. Vorspeise Bruschetta.
Alter, ich schwör's dir, ich wollte 1 zu 1, ich wollte Bruschetta sagen. Ich schwör's dir. Ja. Wollte ich auch sagen. Das kriegt man locker hin. Okay, dann mach du jetzt den Hauptgang. Fuck, so weit war ich noch Ich nicht, und Ingo ja. kochen für Michelle zusammen. Michelle hat mega Bock natürlich auf Sushi, aber Sushi selbst machen ist schon schwer, glaube ich. Ja. Geht. Dann wahrscheinlich irgendwas mit Käse. Irgendwas mit Ja, Käse ich ist. will Steak machen, aber ja. Ja, also wenn man sich aussuchen könnte, was man wollte, dann hätte ich wahrscheinlich irgendein. Wahrscheinlich wäre es irgend so eine Platte mit leckerem, frischem Brot, wo du ein richtiges Bauernbrot runterschneidest und dann Ey, geil. Käse und dann so Boah, Trauben ja. dazu. Boah, Der das wäre. Ingo und Michelle aber mit ihrem Käse, die kriegen mich immer so richtig. Immer wenn Ingo dann anfängt vom Käse zu reden und dann Michelle, dann denke ich mir so, boah, jetzt mal wieder so eine Jetzt wieder Käseplatte, irgendwie so Käse. mit bayerischem Oberster oder irgendwie so was Geilem, Ja, Mann. Alter. Das kann Boah, schon also. was. Eine richtige Brotzeit kann echt was, ne? Ja, übel. Ich würde eine Hälfte, das wird bei mir, wird das so ein fast Viergänge-Menü. Ein geiles Club-Sandwich auf jeden Fall. Ne, gibt's dazu und dann halt ein richtig geiles Stück Fleisch. Ich weiß noch nicht, ich glaube, ich würde eher was Fettiges nehmen, so ein Ribeye und dazu einen Club-Sandwich würde ich machen. Und das Club-Sandwich würde ich am liebsten haben wollen, weil das haben wir uns jetzt nach dem, wann war es denn? Nach dem Gera Cup, da hatte ich das als Vorspeise, da gab es Wagyu Carpaccio. Und ich glaube, ich würde so ein Club-Sandwich machen, ein bisschen mit Wagyu Carpaccio, eine Joghurtsoße, so ein bisschen Salat. Und dazu, glaube ich, dann so einen Ribeye und eine große Ofenkartoffel. Ja. Das kannst du zubereiten? Ja. Okay. Wollte nur gefragt haben. Sorry, sorry. Ja, natürlich. Natürlich. Ich kann gut kochen. Ich darf es nur nicht mehr. Ja, Kevin, was gibt's als Nachspeise? Boah, ich würde Crepe machen. Oh, geil. Ich dachte, Dachte, es ich kommt schätze ein Pudding. Pudding. Ich Was? glaube, Ja, Pudding. Pudding. Ich kann Ja. kein Pudding machen, aber ich kann ihn kaufen. Dann ist halt. Ich kann Ich ihn mache Ninja. essen. Ich Noch ein Eis in unserem mache Ninja Ninja Creamy. Creamy. Essen kann ich am besten, ja. Ja, Crème Ey, Brûlée kann ich nicht. Domme, weißt du, wie oft Michelle mir so Videos von diesem scheiß Ninja-Zeug Holt zeigt? euch So, den jetzt. das müssen wir uns kaufen, Macht bitte. das. Guck, der sich so, ach, wir Ich brauchen ein habe mich neues. auch 3 Monate gewehrt dagegen, weil ich keinen Bock hatte, 200 € für Eis zu bezahlen. Ey, wenn der Chris Ziller, Aber ja, wenn der stimmt, Chris hat dieser Ziller deinen Bock. Affiliate-Link gekriegt hätte, dann wäre der jetzt fucking Millionär, der Typ. Ja, das Ding ist Weil echt geil. der war der allererste mit diesem Scheißteil Ist in der doch deutschen cool. Szene. Ich glaube, Schatz, jetzt von. Wo hast du es her? Wo ich das gesehen habe, bei der Ja. Selina Bei Schulz. der Selina, ne? Ja. Aber da mit dem Ding würde ich irgendeinen geilen Nachtisch zaubern. Man kann da richtig krasse Sachen machen, so mit Oreo-Kekse rein, Ey, ja, Digga. Kokosmilch und Whey-Kokospulver. Also da würde ich irgendeinen Nachtisch mit unserem neuen Aber Ding schmeckt das machen. so richtig nach Eis oder schmeckt das so Unnormal, Dicker. deftig? Ich esse momentan 25 Gramm Whey. Also ich habe meine Mahlzeiten morgens und abends, habe ich das Eiweiß zur Hälfte gemacht. Einmal statt 300 Gramm Fleisch esse ich 150. Und abends statt 50 Gramm Whey mache ich 25 Gramm Whey. Und morgens gibt es dann, oder halt nach dem Training gibt es Post-Workout ein Eis aus 25 Gramm Whey. Und als letzte Mahlzeit vorm Schlafen ein Eis aus 25 Gramm Whey. Mehr ist da nicht drin. Und es schmeckt pervers geil. Es schmeckt Funktioniert wie das? Eis. Vom Ja, genau, man muss Volumen die her? richtige Konsistenz hinkriegen. Man muss da so ein paar. Ey, geil, ich kann das jetzt auch. Man muss da so ein paar Einstellungen. Also, ihr müsst euch eh. Kochbuch kommt nach der Prep von meiner Frau raus und da werden wir auch Ninja Creamy Rezepte reinschreiben. Krass. Ja. Ich Also, werde ich. es mir kaufen. Oder Jenny soll Ja. es mir kaufen. Ist echt Jenny soll es mega nicht geil. kaufen, noch besser gesagt. Jenny soll es nicht kaufen, damit sie mir was kochen kann. Ist gerade im Angebot. Was dein Buch? Nein, ach so. Das Buch ist nicht im Angebot. Gibt es sicherlich auch im Nein, Angebot, das wenn du Geld hast. scheiß Eisteil kaufe ich mir nicht, Alter. Ja. Das kostet ja 280 Dollar. Dollar? Keine Ahnung, Dicker, wo wohnst du, Oder Alter? Euro oder Yen, Das klingt oder? so Wie viel Rubel? amerikanisch, Wie oder viel Ninja Rubel? Creamy, Alter. 14 Millionen Yen, Bruder. Was ist letzter Preis? Was ist letzter Preis? 180, glaube ich, im Angebot, ne? Ja. Ah, die habe ich nicht. Ich habe Nee, heute bezahle ich nicht. 900 Euro für ein Blutbild ausgegeben, fast. Also von daher kann ich. 900 Euro? Ja, 700 waren es. Die wollte erst 900, habe ich gesagt, okay, Fuck. den Wert raus, 700 Euro. Was hast du, wie hast du reagiert, als du das Ding, also als sie dir gesagt haben, wie viel es kostet? Pass mal auf, ich sollte mich, ich weiß auch nicht warum, aber ich sollte mich eine halbe Stunde auf so eine Liege legen, damit mein Cortisol runterkommt und die mein normales Cortisol nehmen können. Was ich nicht gecheckt habe, weil ich will ja wissen, wie mein Cortisol am Alltag ist und nicht, wenn ich liege.
Naja, auf jeden Fall musste ich mich dann da hinlegen, eine halbe Stunde, habe gerade so gechillt und da kommt sie rein und meinte so, ja, Spit, dann nehme ich Ihnen jetzt Blut ab. Übrigens, das wird alles dann hier 950 Euro kosten. Cortisol mal wieder oben. Schockerl. Oh, Das krass. Schwede. Ich weiß das damals auch noch, wo ich bei meinem, ich war einmal beim privaten Sportmediziner, richtig, da habe ich auch alles kontrollieren lassen mit Ja. hier Aortadicke, Herzwanddicke, Kardiolera-Check auf dem Ergometer mit Laktatmessung, alle Blutbilder und dann kriege ich die Rechnung von 2200 Euro, Alter. Boah. Boah. Da habe ich mir auch gedacht, okay, das machst du doch nicht zweimal im Jahr, sondern das habe ich dann einmal im Jahr gemacht und danach habe ich die meisten Sachen dann weggelassen und nur noch das Nötige. Also immer noch mehr, wie man machen muss, aber Ja. das war schon krass, ey, wenn man sich wirklich mal um seine Gesundheit selber kümmern möchte, Ja. weil man ja so als Kasse, keine Ahnung, geht zum Hausarzt und sagt, du willst ein Blutbild, die gucken dich mal an, als wenn du geistig behindert bist, wo ich mir so denke, Ja. Digga, was ist nicht in Ordnung mit dir? Ich möchte einfach nur meine Gesundheit kontrollieren. Du bearbeitest hier irgendwelche Fettsäcke mit Diabetes, weil die es nicht geschissen kriegen, sich mal eine Woche gesund zu ernähren. Ich Ja. weiß, ich mache Scheiße, aber kannst du mir bitte einfach ein Blutbild abnehmen? Also, keine Ja, vor allem, Ahnung. das musst du ja eigenes aus eigener Tasche zahlen. Es ist ja nichts, dass die Krankenkasse sagt, geil, dass sie präventiv arbeiten, wir zahlen ihnen das, Ja, damit sie bloß nicht krank genau. werden. Das zahlen sie nicht. Aber wenn du dann halt wirklich eine chronische Krankheit hast, dann müssen sie ihr Leben lang blechen. Verstehe es irgendwo, aber ich verstehe es nicht, weil man sich ja genauso dafür entscheiden könnte, ungesund zu leben, Alkohol zu trinken, gar keinen Ja. Sport zu machen. Und den Menschen wird ja auch geholfen. So, ich könnte jetzt auch sagen, ja, ich bin psychisch krank, ich muss Steroide spritzen und ich muss trainieren, weil ich sonst von der Brücke springe. Und trotzdem wird mir die Krankenkasse ja dann nicht sagen, wie bezahlt mir mein Blut. Aber weißt du, was ich immer so krass finde? So ein Fettsack, der dann hier Diabetes hat und Metformin verschrieben bekommen muss oder Insulin oder sowas, der wird nicht vom Arzt blöd angemeldet. Was haben sie denn wieder für eine Scheiße gemacht? Und wenn du Ja. dann hingehst, Alter, hast du einen Blutdruck Muss doch noch von diskutieren. was Ja. weiß ich, warum machen sie denn so einen Scheiß? Ich so, Alter, ja, was mir Spaß macht. So, weißt du, genauso weil der Fettsack frisst, weil es ihm Spaß macht. Ja, oder die helfen dir wirklich nicht. Wo ich Das hatte doch mal ich Gott sei Dank noch nie, aber ich wurde mit schon mal meiner so betrübt. Schulter, ich bin ja ausgerastet. Also ich wurde gezwungen, die Hausärztin zu wechseln, weil die wahrscheinlich sonst die Polizei gerufen hätte oder so. Da sagt die mir so, nee, ich gebe Ihnen keine Überweisung. Sie machen ja Bodybuilding, sind selber schuld, dass Ihre Schulter kaputt ist. Alter, ich bin ausgeflippt. Ich sag, was ist denn, wenn ich jetzt Tischler oder Handwerker bin und meine Knie im Arsch sind? Ich sag, wollen Sie mich verarschen? Ich verdiene damit mein Geld. Ich sag, ich will Ja. sofort eine verfickte Überweisung haben zu einem Schulterspezialisten, aber in einer Perfekte Minute, sonst ist die Rambazamba, Überweisung. Alter. Was ist das denn für eine geisteskranke Aussage? Ich gebe Ihnen keine Überweisung, weil Sie machen ja Bodybuilding. Ja. Und ich Junge. wette, wenn du irgendeinen anderen Sport gemacht hättest, Schwimmen oder was weiß ich, Ja. Tanzen, was auch immer, sofort hätten die mit Hätte ich mir Handkuss beim gehabt. Fußball das Kreuzband gerissen, wäre ich sofort Ja. einen Termin gekriegt. Verletze ich mir beim Bodybuilding die Schulter, geht mir die alte Frau auf den Nerv. Die alte Frau. Ja, die habe ich damals eh noch schlechte Bewertungen geschrieben, weil die mir meine Corona-Bestätigung nicht geben wollte, wo ich mich damit angesteckt habe, Alter. Da bin ich ja noch mit Corona da hingefahren und habe bei der hinten ins Behandlungszimmer geklopft. Dann kamen die Krankenschwestern, sie müssen hier verschwinden, sie dürfen nicht raus. Ich sage, ich will diesen Scheißer-Test. Dann habe ich negative Bewertungen geschrieben bei Google und dann hat die mich echt abends angerufen und hat mir meinen Test gegeben. Also ohne Scheiß. Die Frau hat mich gefressen und ich sie. Aber zum Glück habe ich jetzt habe ich einen vernünftigen Hausarzt. Ey. Also das war Katastrophe, die Alte. Ja. Gesundheitssystem. Ja. Wenn ihr einen Tag eine Frau wärt, was würdet ihr alles machen? Vögeln. Ehrlich? Würde ich auch tun. Ich würde schon wissen, wie sich das für sie, für die andere, also für sie anfühlen würde. Ich schon meine Fassung. Ich würde mich, Alter, was ist denn los? Kevin ist nervös bei dem Thema. Ja. Ich Der wird doch ganz rot, guck mal. würde schon gerne wissen, wie sich das anfühlt. Was denn genau? Ja, wenn ich gevögelt werde als Frau. Das kannst du auch so erfahren als Mann, Kevin. Nein, Mann, das ist nicht dasselbe. Du musst den vorne reinstecken, Ach so. Torben. Nicht immer nur hinten. Würde ich machen, wenn ich eine Frau Das ist doch bin. ekelhaft. Aber gibt es auch irgendwas, was man machen wollen möchte, außer sich vögeln zu lassen? Was wäre denn Kann interessant? echt nicht sein, gell? Geil. Das ist so uninteressant. Was sagt Michelle? Danke, dass wir so uninteressant sind. Ja, keine Ahnung. Gute Frage. Vielleicht in den Club gehen und sich den ganzen Abend Stehen ausgeben lassen. pinkeln? Ja, irgendwas Ja. ausgeben lassen, genau. Ja. Keine Was soll ich Ahnung. sagen? Ich würde im Sitzen pinkeln, das mache ich. Schlagen ist geil, ja.
Wen schlagen? Ja, das würde ich machen, wenn ich eine, also doch, ich würde, wenn ich eine Frau bin, würde ich einfach mal eine Schlägerei anfangen. Gucken, wie das ist, sich als Die Frau ganze Zeit zu die boxen, Fresse. Alter. Würde einen Typen vermöbeln, so richtig brutal, Alter. Du kannst nach einem Kampf aus dem Körper raus, ne? Ja. Keine Ahnung, was gibt's echt. Lange Haare tragen ist schon mal cool, das habe ich schon länger nicht mehr. Ich würde in den Ladies-Bereich von Fitix gehen und einfach in Ruhe trainieren. Ja, das ist echt. Oh. Ist man echt neidisch, was die da auch noch zu bieten haben, ne? Ja. Oder in Leggings trainieren und alle Männer anschreien, dass sie nicht glotzen sollen. Ja, genau. Ich glaube, das Interessanteste wäre, man müsste mal wissen, wie es ist, ein Kind zu kriegen. Ja. Oh, ich glaube, ich will es nicht Ah, wissen. nee, Ich das auch will ich nicht. Ja, das ist auch keine Sache, die ich nicht. machen wollen würde, aber was Du gibt hast es doch denn gerade noch? gesagt, es wäre interessant. Ja, wäre wahrscheinlich interessant, wie das. Es Weißt gibt doch du? so, habt ihr das, da gab es mal im Radio irgendwie so einen Typen, der sich so einen Simulator anschließen Ja, hat ich habe das, glaube ich, lassen, auf ProSieben mal gesehen, oder? wie der diese Schmerzen da, der hat diese Schmerzen da simuliert und der ist ja Hm. voll abgekratzt. Aber man muss ja halt dazu auch sagen, dass Frauen ja in dem Stadium auch andere Hormone produzieren, die quasi dann diesen Schmerz auch erträglicher machen. Also habe ich gehört, ich weiß es nicht. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ja, nee, das würde ich nicht machen wollen. Stell dir vor, du kannst einen Tag eine Frau sein und Thomas wählt aus, ja, den ganzen Tag Wehen haben. Oh, der beschissene Tag. Ey, Dom ist Bodybuilder, der steht auf Schmerzen. Ja. Mann, das ist kompliziert. Ich habe keine Ahnung. Okay. Bleiben wir mal bei Frauen. Hier fragt nämlich jemand, was findet ihr bei Frauen besonders anziehend und was eher abtörend? Muss ja nicht nur Äußerliches sein. Abtören, wenn hier dieses neue Tschüss, Bruder, Dicker, guck mal, Walla, Ja, meine neue Mann. Karre. So diese Chantal-Ghetto-Sprache, wenn so eine Alte so redet, Junge, boah, die würde Genau, ich. wenn so eine Pussy auf den Boden spuckt, so. Die redet in der Ja. Sprache, so. Generell so dieses Ja. ganze, dieser neumodische, ich weiß nicht, Trend, Ja. dass die alle aussehen wie so Ghetto-Schlampen, keine Ahnung, Alter. Frankfurt-Style. Ja. Was? Ja. Aber sollte auch irgendwas Gutes, ne? War noch was Ja, Positives, was sie sagen sollten? ja. Ja, Augen finde ich schon wichtig, also aussehenmäßig, und ich muss lachen können mit der Frau. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und Ich habe dich. alles, was ich will, hier in meiner Küche gerade stehen. Also Oh. was ich auch sehr, sehr geil finde, wenn die hart trainieren können. Ist wirklich so, das finde ich geil. Ja. Hart trainieren. Hart trainieren. Aber trotzdem im Alltag ein Lady sein. Das auch, ja. Also, ja, so 100% Mannsweib, nee, das ist So nicht hart so. trainieren und zu Hause, Schatz, mach mal mein Gurkenglas auf. Ja, genau, Schatz, mach mal Genau. Gurken auf. Aber hier Jenny, die war ja auch auf dieser Challenge, die hatte diese Thorhammer-Challenge gemacht, Ja. ne? Der hat 42 Kilo gewogen oder 45. Den hat die halt echt halten können. Irgendwie 20 Sekunden oder länger. Und kriegt dann zu Hause die Coca-Cola-Flasche nicht auf, ne? Und dann denke ich mir auch so, Alter, was ist mit dir hier? Ja, die hat Ja. einige Männer in die Hosentasche gesteckt, da, ne? Ja, die Alles Schwede. hat mich auch echt sehr überrascht. Ja. Und das fand ich natürlich auch sehr heiß. Was für eine Challenge war das? Ich habe es nie mitbekommen. Ach, da gab es so einen Hammer und der Hammer hatte schon Gewicht und da hing unten dann noch so eine Kette dran mit noch so Gewicht. Und da war eine Uhr, so eine Stoppuhr aufgebaut quasi. Und wir durften den hochheben und mussten den halt so halten, mit zwei Händen. Und wer den halt am längsten gehalten hat, hat gewonnen. Und sie hat halt als einzige Frau den halt eigentlich länger als 3 Sekunden hochgekriegt, glaube ich. Sehr krass. Cool. Beeindruckend. Wer hat Ja, fand gewonnen? ich auch. So Maurer, Dennis. Ja, der Dennis. Der war auch bei uns da im Hotel. Ist ein Athlet auch. Der ist auch ein Athlet von Luca. Kann sein, dass der dich kontaktiert, Tom. Ich hab richtig Werbung für dich gemacht, weil der kommt aus Hannover. Oh, ja. Ah, Richtig cool. Werbung für dich. Dennis, wie Weiß heißt er mit Nachnamen? ich Ich nicht. glaube, ja, sage ich sicherlich in der Öffentlichkeit. Ja, okay, sehe ich ja, wenn er mir schreibt, wird er sicherlich Ja, sagen, ja. dass er von mir Ja. kommt. Ja, Kann sein, habe ich gesagt. Also, alles cool, voll ist geil. momentan erst noch bei einem anderen Coach, aber dem habe ich ihm ein bisschen So ist ausgeredet. richtig. Das ist egal. Kann ich erzählen, wenn die Kamera aus ist. Der Coach Ja, wird wissen, wenn er jetzt meint, wahrscheinlich. ob der Der das. Coach Oh, bockt nee, das ich weiß, ich auch. glaube, der weiß das noch nicht. Nee. Nee? Okay. Nee. Wenn ihr in einem Talent Weltklasse sein könntet, Sport, Kunst oder was auch immer, was wäre es? Schlagzeug spielen.
Ich feiere hier Joey Jordison von Slipknot. Der ist ja leider schon verstorben, aber den feiere ich so hart, weil der so abgeht beim Schlagzeugspiel. Ich finde das so geil, wenn einer so abgehen kann und im Takt bleiben kann. Und dann, ja, also das beeindruckt mich richtig und da hätte ich auch richtig Bock drauf, wenn mein Bodybuilding vorbei ist, das so als Hobby zu betreiben, wirklich intensiv. Habe ich früher schon gemacht. Ich überlege gerade, ob ich irgendwie extrem gut singen wollen würde. Da kannst du richtig viel Geld verdienen, Ja, gell? eben. Oder halt vielleicht auch extrem geil Fußball spielen, weißt du? So Ronaldo Messi-mäßig. Aber ist es was, was du wirklich willst, was dir Spaß macht oder weil du dahinter Kohle witterst? Beides. Und Fußball nicht. Ja. Also ich glaube, singen wäre schon geil. Wenn du richtig singen kannst, das ist schon. Richtig fett. Noch nie Gedanken drüber gemacht, aber geil zu singen wäre, glaube ich, echt geil. Ja, Mann. Mein Oder Herz, mein rappen. zweites schlägt halt so für Boxen, ne? Wenn ich, glaube ich, Bodybuilding nicht mehr machen würde. Ich weiß es nicht, ob ich sogar im hohen Alter nochmal. Ist halt auch so ein Sport, wo man eigentlich jung und fit sein müsste. Das ist das Doofe, dass das ein Ja. schlechter Ausgleich wäre für Bodybuilding. Das habe ich früher geboxt und oft denke ich mir so, Mann, das wäre schon richtig schön, wenn man zwei Leben leben könnte, um einfach mal mit 20 zu sagen, ey, bleib mal beim Boxen und guck mal, wie sich dann das entwickeln würde. Aber Ja, wenn du so. da Weltklasse wärst, dann würdest du jetzt halt so gegen so Tyson Fury, Wladimir Klitschko und sowas boxen, ne? Ja, Ich glaube, also da bist du klar immer noch brauchst du auch Matsch in mehr der Geld, Birne. aber es wäre tatsächlich auch eine Sache, die, das ist ja vorhin so lustig gesagt, sich mal prügeln, klingt blöde, aber es ist eine Sache, die sollte man als Mann mal gemacht haben. So dieses Gefühl, Ja. was man im Körper, so dieses Adrenalin, was rauskommt, das kann so richtig süchtig machen, auch wenn man mal einen ins Gesicht kriegt und das, also das klingt, das vermisse ich schon, aber es hat früher, nein, aber das ist schon eine Sache, also Boxen wäre meine zweite Leidenschaft, glaube ich, gewesen, wenn es jetzt nicht beim Bodybuilding wäre. So, ich hätte das auch ganz gerne tatsächlich gemacht. Ich habe es Anfang beim Bund noch ein bisschen gemacht, aber immer nur auf Lehrgänge und dann, keine Ahnung, hat man irgendwann die Hände nicht mehr zusammengekriegt, dann konnte man sich nur noch so schützen. Dann hast du auch irgendwann die Hände nicht mehr wie 2 Minuten hochgekriegt, weil alles übersäuert ist. So wie Ingo das gesagt hat, und irgendwann trennt man sich dann komplett. Ich habe auch recht hoch Fußball gespielt in der Landesliga und sogar Tischtennis hoch. Aber das sind jetzt Sachen, die würden mich gar nicht mehr so reizen, obwohl ich Tischtennis wahrscheinlich hätte noch mit 60 spielen können. Aber Talent, wo Torben Singen gesagt hat, Singen wäre tatsächlich cool irgendwie. Ja, oder so wie hieß der Typ Santana da mit der Gitarre oder Ja, also ich würde auch gerne so irgendwie so Richtung Metallica, sowas, so eine geile Rockstimme, ey. Ja. ja, Rammstein. eigentlich ist so alles, wo du Weltklasse bist, geil, ne? Sei es, du bist der schnellste Sprinter der Welt oder du kannst halt Arsch hoch springen oder sowas, das ist schon richtig. Aber so Ja, singen, ja. würde mich jetzt nicht so Oder. jucken. Ingo, überleg noch. Ja, ist echt. Ich komme auch wieder auf das Sprachending zurück. Spanisch Wenn ich alle Sprachen sprechen sprechen. könnte, das wäre mega cool. Hätte mal voll viel Zugang zu ganz vielen Stimmt, Kulturen Alter. und Alle Ländern. Sprachen sprechen wäre krass. Das Ja. wäre auf jeden Fall nicht Oder schlecht. zumindest so Russisch, Chinesisch. Chinesisch, Englisch, boah, Ey. wahrscheinlich Arabisch, Portugiesisch, so, Aber da ne? kannst du ja auch übelst Asche machen als Dolmetscher dann. Stimmt Wenn du die auch. Da gibt verschiedenen es ja schon, Sprachen übersetzt. da gibt's auch genug Freaks auf TikTok, die rumlaufen, die können irgendwie 10 verschiedene Sprachen sprechen und die sprechen irgendwelche random Leute an und sagen, okay, was für Sprache sprichst du? Okay, und dann spricht er die Sprachen von denen. Und ich finde das mega eindrucksvoll, weil da musst du echt viel Zeit investieren. Ja, aber alles, was mit Sport zu tun hat, egal welche Sportart, wo du der Beste bist, es ist einfach geil. Ich glaube, ich hätte auch Bock auf Schwimmen oder Klettern, irgendwie so Auf Free Klettern, Climbing oder so ein ja. Scheiß. Boah, an so Felswänden hoch, wenn du richtig gut bist, ist Ich einfach. hab's. Hacker. Da Ohne kannst du Scheiß, wenn du das so klettern, richtig ja. Das finde brutal ich auch kannst, immer krass. in so Ja. Sicherheitssysteme einloggen, Kameras anmachen und keine Ahnung, so irgendwie Vor allem, Geldtransfers einleiten. wir sind jetzt alle so alles andere als Nerds, ne? Aber ich finde immer Stimmt. so Typen in so Filmen, die sich dann so Bösewichte, die sich dann in 0,0 Sekunden da in so ein Sicherheitssystem reinhacken und irgendwas Ja, Mann. Unruhe stiften und sowas, das finde ich aber auch mega beeindruckend. Ja. Ja. So in so ein Internetcafé gehen und dann zack, 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 irgendwelche Sachen hacken. Ja. Das ist echt geil. Da habe ich letztens bei Moritz Hannemann eine Story gesehen, der hat einen Schlüsseldienst beauftragt und er meint, der Schlüsseldienst hat die Tür innerhalb von 0,5 Sekunden aufgemacht. Und er hat dann gefragt, War nicht abgeschlossen. nee, Zack. der Schlüssel steckte von innen, die kamen nicht rein und der Typ kam halt und auf.
Und er meinte halt nur so, was ist das für eine Ausbildung? Also musst du davor irgendwie Einbrecher sein oder wie kommt man da hin? Das ist auch noch ein Skill, ne? So eine Tür, egal welche Tür, innerhalb von Sekunden aufmachen. Boah, da so ein richtig krasser Elite-Soldat, weißt du, so der Ja. so alles Ja, kann. Mann. So ein Ja, richtiger auch. Motherfucker, der einfach alles kann, so Ja, so ein Nahkampf. John Wick halt. Ja, genau, Ein so einer. Wenn du so Ding. durch die Stadt Maschine, gehst einfach. und Du du bist eine denkst dir Maschine. so, ja, Mann, Alter, ihr wisst gar nicht, was ich alles mit euch machen könnte jetzt. Ja. Schon krass, ja. Komm, Dom, das denkst du doch jetzt schon. Ihr Mit wisst gar nicht, was ich Zwergen. alles in Wo euch kommt machen kann, dieses ihr Wichser. Zwergending her? Das hat hier irgendeiner hier angefangen, ne? In der Bildungselite, oder? Ja, es hat Krass. einer ja, als Frage gestellt. Ich habe die Ich dachte vorgelesen am Anfang, und das wäre seitdem. nämlich mein kleiner Jan Hoffmann, der mich wieder aufzieht, aber er hat ja gesagt, er war es nicht, Er ey. war, damals hat er eine Frage gestellt, aber ja, keine Ahnung. Das ist ein Running Gag, das hat sich gehalten. Ich komme Ja, ich überall habe auch auf der vor. Massenkonferenz gesagt, dass du nicht kommst, weil Michi dabei ist. Ja, der hat Angst, dass ich mich hier wegwerfe oder Ich habe trete. Angst, ja, ich hab Angst, dass es eskaliert und deswegen Ja. du nicht gekommen bist. Ja. Bis wann hattet ihr oder habt ihr sogar noch Stofftiere? Und welche? Ich habe nur ein Stoffherz und ich liebe dich im Bett. Was? Ich habe ein Couch, ein Sofatier. Ich habe Das ist das. so ein Hase, der sieht, das ist eigentlich ein Kissen. Das sieht aber aus wie ein Hase. Und ich habe das hier. Immerhin. Du bist auch ein kleines Kuscheltier, Cookie. Ja. Nee, tatsächlich habe ich länger keins mehr. Ich habe viele Andenken aus meiner Kindheit, aber Kuscheltiere ist jetzt irgendwie keins dabei. Tatsächlich. Ne. Das Katzen und Niki. Genau, das stimmt. Mega traurig, ich musste als Kind alle irgendwann wegschmeißen, weil ich eine Stauballergie hatte, Hausstaubmilben. Oh, das ist mies, Und ja. dann kamen Mies. halt alle in so einen Müllsack und wurden wegtransportiert. Ah, der Scheiß. Bitter. Obwohl, einen Bär hat meine Mutter aufgehoben, der wird jetzt halt an meine Nichten vererbt. Das war so der erste Bär, den ich bekommen habe damals. Der ist schön, nee, hab ich nicht. Du bist auf einer Insel. Eine Person ist bei dir. Wie müsste sie sein, damit du es lange aushältst? Jetzt will ich nicht, dass er sagt, meine Freundin oder keine Ahnung, Ja. meine Mutter, sondern wie müsste diese Person charakterlich sein, dass ihr es mit dieser Person alleine auf einer Insel aushaltet? Das ist eine schwere Frage. Ruhig, ja. Wie Taubstumm. groß ist die Insel? Keine Ahnung, Busse. Ihr begegnet euch schon permanent. Oha. Es wäre nicht schlecht, wenn die Person richtig, richtig fett wäre, dann könnte ich sie abschlachten und dann einfach grillen. Weißt? Und Ja. deswegen haben wir dich so vermisst, Ingo. Hey, boah, gute Frage. Ja, muss schon irgendwie zusammen, muss ja irgendwie wahrscheinlich jagen oder so, muss halt ein gutes Team ergeben, ne? Dass einer gute Skills mitbringt zum Überleben. Man muss sich auch gut unterhalten können, Ja. lachen können, man muss sich vertrauen können. Weiblich oder männlich? Männlich. Wahrscheinlich, wenn es ums Überleben geht. Boah, wenn es wirklich ums nackte Überleben geht, wahrscheinlich eher ein Mann, weil da würde ich wahrscheinlich besser überleben können. Junge, ich war beim Bund, nichts gegen Frauen. Jetzt kommst Kannst du nicht gebrauchen irgendwie. Also die meisten nicht. Es gibt du. auch Ausnahmen, aber ich schwöre euch, du, wenn du beim Bund, ich habe ja auch Einzelkämpfer und so gemacht, niemand wollte irgendwie eine Frau dabei haben, weil die es einfach nicht können körperlich. Und das tut mir auch nicht, also es tut mir leid Deshalb. an alle Frauen, aber es ist halt einfach so, man hat das beim Bund gemerkt, die wurden für nichts ausgewählt, weil es halt einfach besser ist, wenn sie nichts machen, wie weil wenn sie was machen, dann geht es in die Hose. Und ey, ist beim Bund so, es ist auch bei der Polizei so, kann mir keiner erzählen. Da ist einfach Ja, Mann, wenn körperlich du ein da manchmal so Unterschied. Videos siehst, wie sich Frauen an Festnahmen beteiligen, Ja, kennst du das, super dass da geil, alle dass Frauen dabei ausflippen und die sind wollen ihn für überwältigen und dann legen sich die diplomatische Frauen dann Sachen. irgendwie so auf den Pult Ja. von Männern noch irgendwie drauf. Diplomatische Sachen oder auch so im Sanitätsbereich, aber wenn es hart auf hart kommt, Mann, du schleppst da 35 Kilo Marschgepäck, 50 Kilometer durch den Wald, musst rennen, springen, schießen, Leute aus dem Dreck ziehen. Und das geht mit 60 Kilo Körpergewicht einfach nicht. So, dann bist du, das ist einfach nur ein Hindernis, ne? Umso mehr du dabei hast, umso schlechter ist es für die Truppe, weil du die einfach mitschleppen musst. Ja, die haben Also halt ich würde dafür auf jeden angestellt. Fall einen Mann dabei haben wollen, keine Frau. Glaubst du nicht, dass es auch Ausnahmen gibt? Klar, eine von 5 Millionen, die dann 1,90 Meter groß ist und 100 Kilo wiegt und das kann. Und die jetzt so einen hohen Testosteron wie du, Torben. Ja. Wahrscheinlich. Oder halt eine super ausgebildete, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und ich meine es auch wirklich nicht böse der Frauenwelt gegenüber. So, es gibt
Natürlich gibt es voll die Ausnahmen, ne? Es gibt krasse Sportlerinnen, die sind Boxerinnen und die würden mir wahrscheinlich Ja. auch körperlich einen vormachen. Aber wenn es darum geht, Ja, die haben irgendwelche halt, militärischen Frauen haben halt Sachen oder auf einfach einer andere. einsamen Insel. Die sind halt einfach emotional und so stärker, Frauen. Aber wenn es jetzt Ja. wirklich, wenn ich auf einer Insel bin und ich habe genug zu essen und ich muss mir um nichts Sorgen machen und so, dann kann man sich vielleicht darüber Gedanken machen, okay, vielleicht eine Frau, das ist nette Gesellschaft oder so, aber wenn es wirklich darum geht, ich muss jagen, ich muss sammeln, ich muss einen Unterschlupf bauen, was auch immer, ja, dann ist keine Frage, ne? Ja. Also ich, wenn ich jemanden dabei haben soll, soll der auf jeden Fall handwerklich auch echt fit sein, dass man sich da so auch die Aufgaben teilen kann, weil ich glaube, ganz, ganz viel so, was Überleben angeht, hat mit Handwerk zu tun und mit Geschick, dass er da halt dann, sei es allein Feuer machen oder irgendwas bauen oder irgendwie die Werkzeuge bauen, Tiere fangen oder fischen oder sowas, wenn ich da so dran denke. Ich habe es ja Torben Und sogar mal erzählt, ich hätte mal echt Bock drauf, irgendwie, wenn mal keine Saison ist, mal so Bodybuilder Goes Wild für 5 Tage mich im Wald aussetzen zu lassen. Also sowas macht mir voll Spaß. Da irgendwie mal gucken, wie man da. alleine. Ja, alleine oder keine Ahnung, wenn man das so als Doku macht mit einem anderen Bodybuilder oder Wir irgendwem, der vier. Bock drauf hat. Hä? Wir vier. Ja, wir vier, Ja, fünf mache Tage ich im mit, weil Wald. Ingo isst mich dann nicht. Ich bin zu dünn. Ja. Mal Nee, schauen, du wer hast von euch wirklich. verdient mehr. Das wäre, glaube ich, auch eine Sache, das könnte ich mir cool vorstellen. Für so nach der Zeit Bodybuilding dann. Ich hätte super gern dann irgendwie ein Haus irgendwo im Wald und würde dann so viel Selbstversorger sein. Irgendwie gucken, dass man vielleicht einen Jagdschein macht, angeln gehen, Garten selber bauen, so vielleicht auch mal so ein bisschen Survival-mäßig. Da habe ich, glaube ich, Wir auch. vier im Wald. Wer bricht zuerst ab? Ich, weil ich meine Schlafmaske nicht benutzen kann. Ich Boah, erstick einfach in der Nacht. schwer zu sagen. Ich glaube, wir vier wären eine coole Truppe. Ja, Ich ich glaube glaube, wir auch. würden schon zurechtfinden. Ich glaube, es wäre für euch zwei wäre es schwer, weil ihr so viel Ja. wiegt, ne, dass ihr euch viel bewegen muss, halt schwer. Wenn du jagen Also wir willst, dann müssen ist auf es schon jeden Fall was die schwer. Nahrung dem Gewicht verteilen, Leute. Das ist Ja, schon wir mal hätten klar. Hunger, Junge. Erstmal würden wir sterben vor Hunger. Ihr beide Ja. kriegt weniger und wir müssen mehr essen, einfach weil wir einen höheren Verbrauch haben. Tut mir leid. Wir Ingo ist können eh ja nur Vegetarier. abgeben. Ingo Tut mir nicht den leid. Bären sammeln und ihr geht Ja, genau. Bären kämpfen. Wir Ja, die Truppe zerfetzen muss uns überleben. gegenseitig. Ja. Das würde ich mir echt Genau. gerne mal sehen. Daumen bei Seven vs. Wild, oder wie es heißt. Ja, da hab ich die Idee gekriegt. Ja, das habe ich auch geguckt. Glaubt Die ihr, dass ersten. Uwe das gerade macht? Der ist irgendwie von der Bildfläche verschwunden. Flying Uwe. Oh nee, weiß ich nicht. Ich habe auch Das ist nur die irgendwie ersten gerade so Staffeln das geguckt. Gerücht. Die wurden dann irgendwann ein bisschen döver, aber ist meistens so, finde ich immer Ja. bei so Staffeln. Da war ja auch so ein komischer, den kannte ich vorher gar nicht, dieser Fitness-Typ dabei in der, ich glaube, ab der zweiten Staffel, der auch diese Coaching-App jetzt damit macht. Fabian Huber. Ja, wie heißt der? Nee, nicht Fabian Huber, Alter. Sascha Huber. Ja, Sascha Huber, genau. Ja. Fabian Huber. Ja, auch witzig. Das wird er sich erkannt, wenn er dabei wäre. Ja. Den Den kenne ich immer. kenne Deswegen schickt er mir keine neuen Trainingspläne. ich. Ja, okay. Da war, glaube ich, noch sowas, aber da Ich war, glaube, glaube ich ich, schaffe die. nur noch einen. Ich habe um 9 noch einen Call. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir so ewig lange machen. Alles klar, du haust ab, wenn du abhauen musst. Ja, dann machen Und wir wir noch können eine auch. Frage und dann gehe ich. Wenn ihr dann noch wollt, dann haue ich einfach ab. Ja, für mich passt dann auch. Die 2 Stunden ist ja voll in Ordnung, oder? Noch eine eklige oder eine. Nee, zum Abschluss eine schöne, Mann. Mach noch Schöne. eine schöne und eine eklige. Wir machen erst die eklige. Ja, okay. Nach. Okay. Nach dem Blowjob der Frau einen Kuss geben. Ja oder Ja. nein? Du küsst mich, du willst mich aber nicht küssen, ne? Na, ob Bisschen wir uns weit. nach dem Blowjob küssen würden oder ob ich dich küssen würde danach. Ja. Ja, ich glaube, den Tod muss man sterben. Und Ja, muss du? man. Ja. Ja, Stimmt, mache ich. Torben, lass mal voll oft bei solchen Fragen, da kommt er mal schon Gerade geschickt drumherum. bei Nein, so, nein, bei nein. so Das sind die unangenehmen schlauen, ja. Fragen. Ihr müsst mich nur fragen. Mache ich. Ja, also alle vier für ja. Was ist euer Nummer 1 gute Laune-Song? Oh, warte. Boah, der wechselt, glaube ich, ziemlich oft bei mir immer. Ja, ich höre auch im Lied, bis es dann tot ist und bis ich es nicht mehr hören kann. Ja. Oh, da sind 2 Jahre wieder Ruhe. Was ist denn aktuell? Schau, ich Tja, habe gerade wenn ich das mir. erste an, was ich denke, ist so eine Version von I Was Made for Loving You, Baby. Das habe ich mir beim Cardio mal angehört. Ich sag euch gleich, wie die Version Ist da das? heißt. Kennt ihr das? Das hier, warte, Papers.
Ja. Ja. Ich kenn's. Ja, nicht nur Musik beim Sport oder beim Training, und das finde ich richtig geil. Kein Hipster und Leime von Shakira. Es geht bestimmt auch, aber habe ich jetzt echt lange nicht mehr gehört. Gibt's so ein Line, weiß ich gar nicht, ob das mal. Das war aber vielleicht, was du meinst, war. Scheiße, wie heißt diese deutsche Schlagersängerin? Fällt mir der Name nicht ein. Helene Helene. Fischer. Helene Fischer, genau. I was made. I Von was. Youngblood. Das habe ich irgendwie die ganze Zeit beim Cardio gehört und das kam mir gerade als erstes in den Kopf. Aber das ist nicht das Originale, oder sondern irgendein Remix. Nee, ich mach mal kurz. Das ist. Ja, mal. Das wird dann auch so ein bisschen cooler. Dann kann Tom keine Werbung machen. Hör Ich höre nix. nichts. Ich höre alles. Oh, geil. Das musst du mir schicken, Dame. Richtig gut. Ich höre gar nichts. Hörst du nichts? Du musst singen, Nein. Dame. Du musst singen. Komm, Warum hört Jo. man das nicht? Hört Komm, man sing gar mit. nichts? Sing mit. Null. Du verarschst mich. Nein, man hört nichts. Nein. Der hat auch hier gerade gefragt, wollen Sie Musik abspielen auf meinem Bildschirm? Ja, vielleicht blockiert er irgendwie Hintergrundgeräusche oder so. Krass, Aber habt frage ihr ich doch. nichts gehört? Das war Nein. voll. Nein. Der filtert es irgendwie raus. Das ist ja abgefahren. Hä? Ja, jetzt kam kurz was. Einmal kurz kam was, aber. Egal. Das ist volle Pulle. Ja, singen. Die letzten 5 Minuten, Tommy geht nur noch ab. Ja, wenn ihr das nicht hört, ist das nicht cool. Kevin? Achso. Ja, ich glaube, It's My Life von Bon Jovi. Das war schon immer so einer meiner Oh, krass. Lieblingssongs. Ist mein Also, Tipp. das fand ich schon sehr geil. Das habe ich auch drauf, ja. Los, Ingo. Jo. Ingo war doch schon, oder? Ja, Papers. ich habe was gesagt. Was hast du gesagt, Torben? Ich überlege gerade noch. Ich habe vor ein paar Wochen von Florence and the Machine, Dog Days Are Over. Sagt mir gerade nichts, muss immer singen. Nein, Das kann ich nicht sehen. Nein, Das fand ich ganz cool, aber das ging auch ganz schnell wieder rum. Und dann habe ich auf der Hochzeit jetzt von meinem Schwippschwager oder Schwager, wie nennt man das? Bruder von meiner Freundin. noch Schwager? nicht. Schwippschwager, ja. Schwipp, Schwipp, Schwager Schwippschwab? in Spee. Von Schwager in Schwippschwab? Spee. Da lief nur Ballermann. Oh Ab einer Gott. bestimmten Uhrzeit. Ballermann. Und wenn du halt voll bist, ist Ballermann so witzig. Und da war irgendwas mit so einem Delfin in der Bauchtasche. Anhören. Delfin in der Bauchtasche. Das fand ich witzig. Das ist auch nur besoffen witzig wahrscheinlich. Ja. Vom Schlager Todes. kannst du mich so jagen, ne? Das ist, da will ich, das halte ich nie aus. Wäre das so die Musikrichtung, die du als allererstes verbannen würdest? Wo verbannen? Sag mal, du kannst eine Musikrichtung komplett ausschalten. Wäre das Schlager? Nee, also ist boah, so richtig asozialer Deutschrap, der ist auch, der kämpft hart mit Schlager. Also das ist beides ziemlich schlimm. Das heißt nicht mal, Schlager ist nicht mal das Schlimme, sondern so Volksmusik. Ballermann-Kacke. So. Das ist so, das höre ich und ich muss mich fremdschämen und ich muss dann gehen, weil ich kann das nicht anhören. Welche Musikrichtung würdet ihr komplett ausschalten, wenn ihr eine Musikrichtung ausschalten könntet? Letzte Frage. Ballermann-Hits. Ja, so komplette Volksmusik, wo mit Trachten und so getanzt wird und so ein Schwachsinn. Mit so einer, wie heißen die, Akkordeon noch so. Ja, genau, weil so Schlager, Helene Fischer und so hat manchmal geile Dinger Ja, kann man zwischendurch. manchmal machen, ja. Ne? Aber so Volksmusik, so Also alt. Musikantenstadel. Ja, genau, sowas. Musikantenstadl und so ein Kram. Das würde ich auch verbannen. Alles klar. Gut, Leute, dann würde ich sagen, beenden wir das hier. Ingo, tausend Dank, dass Ja. du dabei warst. Es hat mich Ja, so mich gefreut. Spaß gemacht. Ja, war sehr cool. So gefreut. Auch Und danke für ich. den Einblick übrigens. Also, Ja, ist ja doch voll für uns sehr geil. Es privat. war so geil, das zu hören und wie du erzählt hast. Also Respekt auch nochmal. Und ich freue mich Dankeschön. schon, was unsere Frauen hier abgemacht haben. Ja, irgendwas haben die, glaube ich, geplant, aber ich bin weiß aber noch nicht genau. Und wenn ich Aber wie hier immer. einen Scheiß-Kommentar lese, irgendeinen Scheiß-Kommentar, ihr seid euer Leben lang gebannt, schwöre ich jetzt. Wird So, keiner machen. in dem Sinne. Dann reaktiviert Dommel seinen alten Hackerkollegen, da Ja, wird es wieder genau. aufgebohrt. Und Dom hat Irgendwie Bock auf sowas. Boxen, das habt ihr gehört. Der Ja. hat Bock auf Boxen. Und In Ingo isst euch auf. Ciao. dem Sinne, bildet euch breiter, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.